Okay, Leute, irgendjemand von euch, oder um genau zu sein, drei Leute von euch sind vom Rechner eingeschlafen oder haben den Tab noch auf. Weil ich habe instant beim ersten Refresh 4 Zuschauer. Einer davon ist meine Vorschau, aber die anderen drei bin ich nicht. Also irgendjemand wundert sich gerade, warum bei ihm im Hintergrund der Max wieder labert, weil er den Tab vergessen hat. Oder er ist eingeschlafen, ich wecke ihn jetzt auf oder nicht. Eins von beiden. Keck Triple U heute. 1, 2, 5, 2, 5, Wert 2, 5, 2, 5. Twitch Prime, Dankeschön. Excellent Subscription. Oh, der Patrick ist gar nicht mehr subscribed. Was ist denn da los? Ich glaube, ich bin mal so frei. Weißt du was? Du hast so viele Sachen schon gegiftet. Und Zeug verschenkt und alles. Ich kann dir... Und eigentlich wollte ich dir gerade ein Abo giften, aber... Das geht gerade nicht. Warum geht das nicht? Ah doch, jetzt. Twitch hat rumgespackt. Excellent. Hab nicht den... Das Flashen der Steckdose hat nicht funktioniert, weil es die falsche CPU ist, die drin war. Ich habe das Ding aufgeschraubt. Und hab reingeschaut, es war eine MediaTek-CPU, kein ESP 8266. Was halt echt fail ist, weil die Steckdosenleiste sieht exakt, also sogar die Knopfanordnung exakt so aus, wie auf einem, wie auf der Steckdosenleiste mit dem ESP 8266. Also wirklich exakt genauso. Ja, Patrick, schön, dass du so lange am Start bist. Excellent. ...15 Monate ist jetzt am Start. Nee, nee, es ist was ganz was anderes drauf. Es ist eine MediaTek drauf. Moin, Kengi. Es ist irgendeine MediaTek-CPU drauf. Es ist was ganz was anderes. Es ist sehr merkwürdig. Weil ich dachte eigentlich, die Hersteller bauen den Kram gar nicht selber... sondern kaufen das von irgendeinem Drittanbieter, weil das wäre auch die Begründung dafür, warum so viele Hersteller die exakt gleiche Steckdosenleiste verkaufen, ne? Ja. Man, diese Steckdosenleiste gibt es tausendfach auf Amazon. Ja, tausendfach. Und die hat halt ein MediaTek, kein ESP 8266. Übrigens, findet ihr den Witz auch so Painschamp wie ich? Eigentlich ist der übelst lustig, aber ich habe den schon so oft gebracht und gelesen, dass er nicht mal lustig ist. Ja, das ist MediaTek Distortion, das hat mich auch gewundert. Gerade die Commodores aus China bauen eigentlich nur ESP32 und ESP8266 ein, gefühlt. So, machen wir jetzt mal diesen huge Joke weg und gehen hier mal zurück. Ups, warte mal, ich mach mal kurz zu hier den ganzen Kram. Und ich mach mal ein Chatfenster auf, falls ich wieder nicht zurückscrollen kann, das wieder rumspackt. Ist halt auch wahr, ja. Ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich mit Python oder irgendeiner ordentlichen Programmiersprache, ich zeige euch mal was, das Ganze programmieren würde für den Controller und nicht mit C++. MicroPython ist in dem Fall keine Alternative, leider. Ich weiß, dass es das gibt, aber damit kommst du gerade was knappe Ressourcen und mehrere und SSL-Libraries angeht, leider nicht so sonderlich weit. So, ich zeige euch mal was ich gefunden habe. Der Serious Max fragt, du meintest mal, du hast Netboot XY... Ich muss langsamer reden. Also... Du meintest mal, du hast Netboot XYZ über Docker laufen. Ich habe das gerade mal probiert, komme auch ins Bootmenü, aber sobald ich eine Distro auswähle, bekomme ich Network Unreachable. Ich habe in Docker Compose Network Mode noch auf Host gestellt. Hast du sonst noch was anderes konfiguriert? Nee.
Wenn du das Bootmenü bekommst, dann liegt das der nächste Schritt aber nicht mehr an dem Netboot XYZ, sondern an deiner DHCP-Config, vermute ich mal. Machst du das, mit was willst du denn booten? BIOS, EFI? Also ich hab diesen Container hier. Docker Hub, nochmal. Den da. Da kann man eigentlich rein, was den Container angeht, nicht viel falsch machen. Starten und man kann PXE booten. Ja, ich kann's dir gerade nochmal, wo wir gerade bei sind, zeigen. Wenn man PXE bootet, sieht das Ganze dann so aus. Moment. Excellent. Network Boot. Bam. Und dann kriegt man per PXE eine Adresse und man kriegt dann, wenn er die Netzwerkkarte konfiguriert hat, kriegt man auch ein Bootmenü. QChat. Excellent. Aber sowas von. So, normalerweise soll... Ich probiere mal, ob es bei mir geht. Vielleicht sind ja auch dieser... was willst du starten, Sirius Max? Sag mal, Ubuntu oder was willst du starten? Weil das liegt wahrscheinlich zum größten Teil an der Gegenstelle oder an deiner DHCP-Config. Eins von beiden. Was willst du starten? Ist jede Distro. Okay, Live-CD ist Debian. Bam. Keine Ahnung, Cinnamon ist egal. Naja, funktioniert. Okay, das geben wir uns jetzt nicht, weil das dauert jetzt lang, aber das funktioniert, ja. Oh, das geht, wobei, so lange dauert es gerade. Das hat angetäuscht. Ah, oder auch nicht. Lull. Gebaited. You got gebaited. Ist aber komisch, dass es bei dir nicht geht. Ich meine, ein DNS brauchst du, einen ordentlichen Gateway brauchst du, aber das kommt wahrscheinlich alles per DHCP. Die PXE-Settings scheinen ja bei dir zu stimmen, sonst ne, wird's ja gar nicht so weit kommen. Guck mal, da hat richtig gebaitet. Erst langsam, dann schnell und man denkt, es ist gleich fertig und zack. Doch wieder nicht. Trag mal einen lokalen DNS ein. Wobei das eigentlich egal ist. Aber man weiß ja nie. Ich habe meinen lokalen DNS drin. Im DHCP. Jetzt lädt er nochmal was runter. Okay, die Live-CD ist ja voll gebait, Alter. Gut, ich schalte einfach aus. So, also, was wir heute machen, ist folgendes. By the way, bevor wir richtig anfangen, ich zeig euch mal was. Fällt euch auf, dass die Uhrzeit falsch ist? Ja, Uhrzeit ist falsch. Die Uhrzeit ist falsch, das ist uns das letzte Mal schon aufgefallen. Und ich weiß, woran es liegt. Wir haben überhaupt nichts falsch gemacht. Guck mal, also. Hier oben setze ich ja die Zeitzonen-Infos. So, und hier unten, by the way, der richtige NTP-Server wäre in dem Fall auch der hier, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir gehen nämlich beide. Der eigentliche Fail ist das hier. Die haben ihre API geändert. Es reicht jetzt nicht mehr, wenn man Config Time macht mit dem NTP-Server und die Zeitzonen-Info setzt. Man muss noch sagen TZ Set. So. Das war's. Die haben einfach geändert, wie es funktioniert. Also wir haben. Ne, also, das ist alles richtig gemacht. Wenn ich den jetzt flashe, dann stimmt die Uhrzeit klar. Kurze Frage zwischendrin. Hat jemand einen Vorschlag für einen Barebone mit zwei Netzwerkkarten? Ich suche gefühlt. Ja. Warte mal. Ich muss mal in mich gehen. Moment, wie heißt das Ding? Ja, der. Was hältst du davon? Das einzig Dumme an dem ist, dass der so einen beschissenen Formfaktor hat. Der hat so einen Formfaktor, der irgendwo nie so richtig reinpasst. Da braucht man irgendwelche Adapter. Aber das ist eigentlich, wenn du zwei Netzwerkkarten willst und ein bisschen Leistung. Ich meine, das ist jetzt, damit kannst du jetzt nicht große Sprünge machen. Das ist ein, hier so ein Low-End. Aber ich meine, guck mal, es sind 2x 2,5 Gigabit-Ports. Das ist schon mal Poggers. Geht natürlich auch 1 Gigabit, ne?
Das ist ein Intel, also das ist so ein Celeron Pentium-Ding. Also das ist jetzt kein i7 oder sowas, ne? Das ist die Low-End, Low-Energy-Geschichte von Intel. Es ist schneller als ein Raspberry Pi, aber so Riesensprünge kannst du nicht machen. Aber je nachdem, was du machen willst, ist das hier zum Beispiel ein ganz cooles Board. Es gibt bestimmt noch mehr Boards mit diesem Chipsatz, wo sowas drin ist. Ja, also wenn du was noch Kleineres willst, also rein für Netzwerk gibt's diese offiziellen PFSense-Boxen. Und ansonsten müsstest du mal sagen, was du. Ach so, okay. Sophos XG Home. Ja gut, das müsste da. Dafür ist das Ding nicht schlecht. Doch, dafür müsste das ziemlich gut passen. Dafür müsste das ziemlich gut passen. Was kostet der eigentlich realistischerweise betrachtet in Deutschland? Guckt's euch mal an, ne? Offizieller Preis $119. Was kostet der Kram in Deutschland? 145 Euro. Das ist schon was, ey. Ich würde mir den auch nicht in Deutschland kaufen, viel zu teuer. Es gibt noch ein paar andere Boards. Ich habe letztens. Genau, ich glaube, der war das. Der mir letztens noch ins Auge gesprungen ist. Ich glaube, das war der Nanopie. Allerdings ist der beim Nanopie das Problem. Nee, das war der nicht. Das war der nicht. Aber diese ganzen Raspberry Pi-Clones ist das Problem. Die haben halt richtig schlechtes Support, was Software und Linux und alles angeht. Das ist auch gerade das, was den Raspberry Pi letztendlich so gut macht. Also der Raspberry Pi, auch der 4er, auch der Zero, ist im Prinzip egal welcher, ja. Die haben zwei große Pluspunkte. Erstens ist, die sind relativ günstig. Allerdings gibt es günstigere. Und der Riesenvorteil, der mit Abstand größte Vorteil von den Raspberry Pis sind, dass man die beste Software-Unterstützung, Treiber-Unterstützung, Linux-Aktualität, sonst was, aller Single-Board-Computer kriegt. Es gibt einfach nichts Besseres als den Raspberry Pi in der Richtung. Es gibt im Internet 30 Milliarden Tutorials. Es gibt zigtausend Custom-Sachen auf GitHub, fertige Anleitung, fertige Scripts, fertiges Zeug, fertige Header und fertige, wie heißt der Kram, den man oben drauf macht? Diese Extension-Boards, die man oben drauf steckt und sowas. Total massig, ja? Und man muss ja auch mal sagen, gerade mit dem Pi 4, okay, der wird ein bisschen warm. Ja, Shields, genau, das meine ich. Shields meine ich. Und es gibt halt auch richtig praktische Sachen. Also mein persönliches Lieblings-Shield, weil ich das gut gebrauchen konnte, ist das Ding. Falls es den noch gibt. Der da. Das ist von Raspberry Pi Zero. Das geht bestimmt auch auf normalen Raspberry Pi, könnte ich mir vorstellen. Das ist echt praktisch. Wenn man jetzt nicht, also mal angenommen, man möchte ein bisschen was elektronikmäßig machen oder ein bisschen was heimautomatisierungsmäßig machen. Da ist alles drauf, was man so braucht. Und es ist halt für einen Raspberry Pi. Klar, man kann sich ein eigenes Board zusammenstecken mit einem ESP32 oder irgendeinem anderen Controller, was man dann komplett selbst programmieren muss. Aber hier hast du halt ein komplettes Linux, wo du per SSH drauf kommst. Oh, es ist discontinued. Ja, das suckt. Das ist richtig gut, das Ding. Du hast im Prinzip das, was dir bei einem Raspberry Pi fehlt. Du hast Analog-Digital-Konverter, bin ich mir gar nicht sicher. Hat der Raspberry Pi standardmäßig sowas? Nee, ich glaube nicht, ne? Du hast Relays. Nee, hier ist das Relay. Sieht man ja auch hier. Da ist es oben drauf. Man hat nochmal extra Anschlüsse für weitere Komponenten, weil die Header-Pins sind blockiert. Ja, das ist bisher so mein absolutes Lieblings-Shield, weil man damit richtig viel machen kann. Ach ja, und im Vergleich zu Raspberry Pi sind diese Dinger bis zu 24 Volt hier, die Anschlüsse. Alles. Also, nicht nur, der Raspberry Pi ist ja 5, 3,3? 5. Ich glaube, der Raspberry Pi ist komplett 5 Volt, oder? Der Raspberry Pi 5. Also, der ESP32 ist 3,3. Ist der, was ist denn? Moment. Kurz gucken. 5. 3, ah ne, der hat auch 3,3. Okay.
Welche Spannung haben die die Output-Pins vom Raspberry Pi? 5? 3,3? Zum Glück sind die meisten Sachen halten beides aus, aber wenn man halt was hat, was das nicht aushält, ist halt kaputt. Ja. Tja. Aber das Ding ist wirklich praktisch. Denkst du, der XP-Link bringt der Linux-Community was? Schwer zu sagen, ich weiß gar nicht, was alles geleakt wurde. Gibt's das irgendwie auf GitHub oder so? Windows XP Source Code leaked. On 4chan! Wo doch sonst? Warum leakt sowas immer auf 4chan, Alter? Es ist eine gute Frage, ob das den Linux-Leuten was bringt. Also, die könnten theoretisch, gerade wenn so Sachen wie DirectX dabei sind, DirectX 9 oder sowas, da könnte denen schon was bringen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen dürfte es jetzt nicht sonderlich viel ausmachen. Als ob XP aufgeht. Warum? Der Half-Life Source Leak war auch auf GitHub. Der Half-Life Source Leak, der Team Fortress Source Leak und das CSGO Dings Source war alles auf GitHub. Warum sollte der Windows Source Code nicht auf GitHub sein? Wo gibt's denn den? Ich will mir den Source Code jetzt angucken. Also nur mal kurz. Achso, ein Screenshot oder Torrent. Okay, man muss den Kram sich runterladen. Also ich glaube, per Torrent ziehe ich mir das nicht. Torrent ist mir ein bisschen zu Monka Toss. Chat meint, es könnte Absicht sein von Microsoft. Das glaube ich nicht. Was hätte Microsoft davon, wenn sie das rausrücken? Weil dann könnten sie es auch offiziell rausrücken, wenn sie das eh machen wollen. GitHub gehört Microsoft. Ach ja, stimmt, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Stimmt, ja, ihr habt recht. Chat, ihr habt recht. Ist gut. Ja, ist okay. Nee, Sebaro, lass mal. Dann zeige ich den Source Code besser nicht im Stream. Distortion schreibt, ich kann es eigentlich hier im Chat. Der Raspberry Pi ist halt enorm Community. Ja, das stimmt. Wie du sagst, erschwinglich, verständlich, gleich wie beim ESP. Gibt auch gute Realtek-Chips im selben Formformat mit. Ja, genau, aber das Witzige daran ist ja, an diesen anderen Chips, es gibt auch von MediaTek gibt es ein paar, es gibt diese STM32, die übrigens schwer im Kommen sind gerade. Aber die sind teilweise extrem kryptisch zu programmieren. Man muss ja sagen, dass gerade weil die Dinger auch Arduino-kompatibel sind, ist das ziemlich einfach. Ich habe übrigens letztens was gesehen auf GitHub. Irgendeinen GitHub Raspberry Pi Zero Go Image oder sowas. Ah, ich finde es nicht mehr. Es hat irgendwie einer so einen Mini-Linux für einen Raspberry Pi gebraucht mit einer Go Runtime, was angeblich in 15 Sekunden bootet. Und da habe ich mir gedacht, 15 Sekunden für so ein Barebone-Image ist ja ganz schön lang. Und der normale Raspberry Pi Zero, der boot, glaube ich, irgendwie 18 Sekunden oder so. Also, der Unterschied macht es jetzt denn wirklich fett. Du findest das, dieses Video, zeig mal, was ist das? Also, Weird Commons Found Inside Leaked Windows XP Source Code. Ja gut, da würde ich mich auch richtig auskotzen, Mensch, Microsoft, Angestellter wäre und müsste den missprogrammieren. Hack for PowerPoint. Hack for PowerPoint. Ja, das kann ich verstehen. Übrigens, man hat ja damals Microsoft vorgeworfen, sie würden ihre Sachen in Windows, also sie würden quasi in Windows Funktionen einbauen, die ihre eigenen Funktionen, ihre eigenen Programme quasi so einen Sonderstatus geben. Was halt das hier mal wieder exakt beweist, ne? Also das Problem haben alle anderen Programme außer PowerPoint. From Paul War. Here's a problem you might consider fixing. Launching Media Player with certain keystrokes doesn't work right, for example arrow keys, page up slash down, etc. The problem.
Ja und? Is due to the fact that Media Player handles key up events. We use the key down event to launch the server in Slideshow, but then the key up event is passed to the server. Moment, will er uns den Kram jetzt komplett vorlesen? Probably be best for Media Player to ignore key up events unless it had previously received a key down. If this is very difficult to fix in Media Player, then we can fix it in PP by launching servers on key up rather than key down. However, other container apps will see the same problem. Dash. Okay, in the spirit of cooperation, let's hack things so our PowerPoint friends can carry on with their dubious practices. The reason for requiring the following test is now lost in the mists of time. Now this app is 32-bit, these bogus timer callbacks, if they really do still occur, could be 16-bit, so we need to add yet more ugliness in the form of assembler to an app which is already hardly a paragon of pulchritude. Okay. Exzellent Fremdwörter, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist pulchritude? Was? Ich weiß gar nicht. Was ist das? Beautiful? What? Beauty. Eine Ausgeburt der Schönheit. Sowas quasi, möchte er uns da irgendwie gesagt. Also sprich, eine App, die auch nicht gerade eine Ausgeburt der Schönheit ist. Oder irgendwie sowas soll das bedeuten, glaube. Was auch immer. Microsoft. A plea. If you add some obscure code such as below to this or any other app, even if it has only the teeniest chance of being less blindingly obvious to someone else than it is to you at the time of writing, please, please, please add effing comment. Respectfully, a developer slash. Ja, da ist bestimmt noch viel mehr drin. Ja, und auf das hier, also je nachdem, was die geleakt haben, wahrscheinlich so gut wie gar keine, weil das erste Windows XP, und ich weiß nicht, was geleakt ist, das erste oder das zweite Windows XP, die haben ja mit Service Pack 2 quasi ein neues Windows rausgebracht. Ivo BTW, 2 Monate, excellent, dankeschön für den Sub. Wo ist der Sound? Elex Critical Information. Die haben ja mit Windows XP SP2, das ist ja quasi ein neues Windows Release. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Windows, Moment, was, Vista? Moment, Leute, ich krieg's nicht mal zusammen. Ich sag jetzt einfach mal, Service Pack 2, nee, Service Pack 3 gab's nicht. Oder Moment, gab's Service Pack 3 für Windows? Bring ich gerade durcheinander. Ach nee, damals hat's die Chip so richtig geil verkackt. Die haben damals rausgebracht, Windows XP Service Pack, oder war es die PC-Welt? Ich weiß nicht. Service Pack 4, was im Prinzip irgend so eine Custom Patch-Sammlung von Chip war. Und da wurden die richtig geflamed damals für. Service Pack 5, ah, excellent. Dann war Service Pack 3. Also es kann sein, dass ich es jetzt durcheinander bringe mit den Windows-Versionen, weil ist schon eine Weile her, wo ich darüber was gelesen habe. Und zwar Windows Vista, und ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es Vista war, wurde nur released, weil Microsoft seinen Enterprise-Kunden, Enterprise-Kunden, die einen Vertrag mit Microsoft hatten, die hatten quasi da eine Klausel drinne, dass sie alle x Jahre eine neue Windows-Version bekommen. So, und dann hatte Microsoft das Problem, sie haben Windows XP, SP2 rausgebracht, was eigentlich so gut wie ein neues Windows war. Deswegen hat die nächste neue Windows-Version so lange gedauert. Und dann haben sie auf dem letzten Drücker noch ein Windows released, obwohl es eigentlich noch gar nicht bereit war, dass sie die Enterprise-Kunden nicht verklagen konnten. Ich bin mir nicht sicher, ob das Vista war oder ob das beim Wechsel mit 2000 so war. Oder ob das sogar Windows 8 war. Ich bin mir nicht sicher genau, in welcher Reihenfolge wann das war. Aber da sieht man es mal wieder. Stonks regiert die Welt, ja. Egal, ob der Kram fertig ist oder nicht. Wenn es in deinem Enterprise-Business-Vertrag drin steht, dann musst du was raushauen. So, jetzt fangen wir mal langsam an. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo wir stehen geblieben sind. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Der Ranzpeter70 sagt, hallo Ranzpeter. Stimmt eigentlich die Uhrzeit jetzt, nachdem ich geflasht habe? Chat,
Ihr habt die richtige Uhrzeit gar nicht zur Kenntnis genommen. Ist das nicht ein huge Fix? Die Uhrzeit stimmt jetzt. Und alles, was woran es gelegen hat, war das hier. Ach, es gibt doch den Source Code von NT35. Okay, es gibt Sachen, die müssen echt nicht sein. Das eine davon ist C++ und das andere ist Windows NT3.5. Das sind alles so Sachen, die braucht die Welt. Die muss die Welt gar nicht so genau sehen. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Wo haben wir denn aufgehört? Sag mal, Leute, wenn ich den Font ein bisschen kleiner mache, ne? Ups. Wenn ich den Font ein bisschen kleiner mache, dann kann man das doch sicherlich immer noch gut lesen. Mach mal auf 18 und dann gucken wir mal. Kann man doch immer noch gut lesen, oder? Oder anders besser. Also wie ihr wollt. Ich meine, so sehe ich halt ein bisschen mehr. Also so oder doch lieber so wie das letzte Mal so. Das ist fast schon ein bisschen zu fett, oder? Ich mach mal, was passiert eigentlich? 19? Sieht's bestimmt kacke aus. 19 ist exakt so groß wie 18? Hä? Ne, 19. Okay, machen wir 19. Dann ist es so halbe-halbe. Bei 18 geht auch, komm. Ne, 19 ist besser. 19 ist so ein guter Kompromiss. So. Und 69 wäre noch besser. Exzellent. Genau, Font angepasst. Ich bin mir gar nicht sicher, wo haben wir denn aufgehört? Curl? Okay, Progress Bar kann weg. Wo haben wir denn aufgehört? Okay, Moment, das Ding hat eine andere IP gekriegt, kann das sein? Was hat denn das für eine IP gekriegt? Keine Ahnung. Okay, ich uploade nochmal. Dann sehen wir, was das für eine IP gekriegt hat. Irgendeine neue IP hat es auf jeden Fall gekriegt. SP1, ja, dann ist es noch, bevor die das umprogrammiert haben, das ganze Windows-Gedöns. Die haben, also es gab einen Windows XP-Patch. Das war quasi ein neues Windows. A137, okay. Das war quasi ein neues Windows. Ich mach mal, aber es war entweder SP1 oder SP2, eins von beiden. Aber Microsoft wollte kein neues Windows rausbringen mit der Version, weil sie wussten, wie anfällig Windows XP quasi war. Und die haben sich gedacht, okay, wir beißen in den sauren Apfel, muss man Microsoft ja auch mal zugute halten, und bringen das als Service Pack raus. Deswegen hatten sie danach Probleme mit ihren Enterprise Business Stonks Partnern, weil es nicht in Time ein neues Windows gab. Deswegen gab es Windows XP ja auch so ewig lang. Moment mal, wo sind wir stehen geblieben? Ich muss das mal uploaden. Ich muss nochmal uploaden. Upload FS muss ich nochmal machen. Muss doch mal alle Files hochladen. Ah, Terminal. Upload. Upload FS. Exzellent. Dazu muss ich aber den... hallo? Okay. Ich musste nochmal die ganzen Files hochladen, weil es ansonsten nicht richtig funktioniert hätte. So, und jetzt gucken wir mal. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir konnten eine Index-HTML abrufen, ne? Nee. Oh, ja, wenn man das richtig schreibt, dann klappt das schon. Wo sind wir stehen geblieben? Moment, Post? Nein, 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 wir wollen keinen Post senden. Post hatten wir als letztes gemacht. Okay, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Oh, excellent. Wow, was hier, warum ist jetzt abgekackt? Operation timed out. Alles klar. Warum stürzt er dann ab?
Ich brauche jetzt mal kurz mal ein bisschen Bedenkzeit. Wo haben wir denn aufgehört? Wo haben wir aufgehört? Also. Genau, wir haben das Fake Firmware-Update gemacht. Post. Documents, Platform.io, Projects, Webserver. Okay, wir gucken, ob das Fake Firmware-Update noch funktioniert. Okay, das Fake Firmware-Update funktioniert noch. Alles klar. Okay, also Post-Upload hat funktioniert. Ich bin mir nämlich echt nicht mehr sicher, wo wir gerade aufgehört haben. So, dann versuche ich das jetzt nochmal kurz zu erklären, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und zwar, das Ziel der ganzen Sache ist, einen Webserver zu bauen, die minimalste Variante, die irgendwie geht, mit dem man ein Firmware-Update hochladen kann auf sein ESP32. Wohlgemerkt, alles über SSL, ne? Also, das ist ja gerade der Witz. Also alles über SSL und das Ganze mit multithreaded mit mehreren Tasks. Also sprich, ich kann mich mit zwei Clients verbinden und gleichzeitig Connections offen haben und bekomme bei beiden Clients was zurückgeschickt. Was mit dem ESP32 ganz gut funktioniert, weil der ESP32 hat erstens zwei CPU-Kerne, eigentlich drei, aber dafür nur zwei, und hat einen Task-Manager unten drunter, der die Sachen verteilen kann, CPU-Zeit über zwei CPU-Cores. Also deswegen ist auch der einzige Grund, warum das funktioniert. Auf dem ESP8266 wäre das eine ganze Ecke schwieriger, sowas zu basteln, wird wahrscheinlich gar nicht richtig funktionieren. So, was wir dazu gemacht haben ist, ach so, genau, dann soll man da mit stinknormalen, einfachen, statischen HTML-Content abrufen können und man soll ein Firmware-Update machen können. Das war's mehr oder weniger. Ach ja, und die aktuellen Logs soll man sich abrufen können. Also sprich, das, was hier unten gerade über die serielle Schnittstelle kommt, soll man sich auch per GET oder so abrufen können. So, was jetzt funktioniert, ist folgendermaßen. Was schon funktioniert, ist folgendes. Also Server starten funktioniert. Und, also Key einlesen vom Flash und das Ganze initialisieren, das funktioniert. Hier macht er einen neuen Thread auf oder einen neuen Task auf pro Verbindung. Also sobald sich ein Client connectet, macht er einen neuen Task auf und ansonsten guckt er einfach unendlich lange, endlos Schleife, wie ob sich ein neuer Client verbindet. Also der hängt an der Stelle. Der hängt quasi zu 99% der Zeit hier. Macht doch WebSocket, da müsste ich ja WebSocket selbst programmieren. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, WebSocket, wie man WebSocket implementiert. Kein Schimmer. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Aber man braucht nicht mal wirklich WebSocket. Wir machen einfach die Verbindung nicht zu. Wir machen einfach die Verbindung nicht zu. Das ist die billigste Variante. Wir machen einfach die Verbindung nicht zu und hören da nicht auf. Nehmen was? Civet Web, das kenne ich nicht. Hat das SSL-Unterstützung? Kann das SSL? Okay. Und den gibt's. Also der funktioniert auf dem ESP32. Weil die haben ja... bei manchen Sachen so ein paar Limitierungen. Den kenne ich noch nicht. Also es könnte funktionieren. Da bin ich mir jetzt unschlüssig. Ja, RAM-Usage ist egal. So, aber wie gesagt, ich mache das ja auch nicht unbedingt einfach nur, weil ich was Fertiges kann ich nehmen. Da gibt es ja noch mehrere Sachen, die gehen. Ich will mir ja angucken, wie man das selbst macht. Aber den bookmark ich mir mal. Vielleicht funktioniert der hier wirklich auf dem ESP32 ganz gut. Also ich denke, auf dem ESP8266 wird er nicht funktionieren. So, mal gucken. Hast du eine Ahnung, ob das auf dem ESP32 funktioniert? Weil denen fehlen ja schon ein paar Standardsachen. Die haben ja auch kein OpenSSL im eigentlichen Sinn. Die haben so einen OpenSSL-Wrapper um ihr eigenes SSL-Gedöns.
Müsste ich mal ausprobieren. Müsste ich mal ausprobieren. Aber ich baue jetzt erstmal meinem eigenen weiter. Wie gesagt, der ist ja nicht dafür, dass ihn irgendwie jetzt jemand groß benutzen soll, sondern erstens, ich will wissen, wie es funktioniert. Zweitens, solange es für mein eigenes Zeug funktioniert, ist gut. Ja, und deswegen WebSockets selber bauen ist, glaube ich, nicht so die wahnsinnig gute Idee. So, also. Hat denn HTML-Content ausliefern, hat ja funktioniert. Ich muss jetzt bloß mir gerade mal angucken, wie das, wo wir stehen geblieben sind. Genau, also HTML ausliefern sollte eigentlich funktionieren, wenn ich es jetzt nicht total verkackt habe. Wir machen ein Get. Oh, ein Get. Ah ja, da ist doch die Webseite, passt doch. So, mal gucken, ob die Webseite noch im Browser funktioniert. Also das hat schon mal funktioniert. Ja, Firefox, das ist ein Self-Sign-Zertifikat, das kann nicht funktionieren. Ja, okay, alles klar. Huge Passwords. Oh. Ah, jetzt geht die Seite, was auch immer. Okay, statischer Content ausliefern funktioniert auch schon mal. Absolut huge Webseite. Also, mega. Highly sophisticated Web Skills. Also, das hat funktioniert. So, was machen wir denn als nächstes jetzt? Lass mal überlegen. Ich überlege gerade, was brauchen wir noch? Logs könnten wir machen. Firmware-Update ist ja erstmal fake, ne? Also, der macht gar kein richtiges Firmware-Update. Der tut nur so, als macht er ein Firmware-Update. Aber das hat funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine barrierefreie Webseite. Wobei, nee, der Alttext fehlt. Hier müsste noch ein Alttext. Wenn es richtig barrierefreie Webseite wäre, dann wäre das hier Alttext. Da würde dann sowas drinstehen wie lachender Mann. Lull, lachender Mann. Oder irgendwas wird dann da drinstehen. Dann hättest du noch einen Alttext gebraucht. So, Lull, und es ist nach wie vor ist Lullweh immer noch besser als Keckweh. Das müssen wir uns an der Stelle nochmal klarstellen. So, also. Wir sind stehen geblieben bei. Übrigens, das hier wird übrigens. Das wird auch abkacken. Das wird auch abkacken, spätestens, wenn mal eine Antwort größer ist als das, was in so ein TCP-Paket reinpasst. Dann wird er nämlich mehrfach senden und das wird abkacken. Wird einfach abscheißen. Dürfen wir darauf unsere Webseiten hosten? Natürlich. Ich meine, wir schaffen ganze 4 Verbindungen, bevor der RAM all ist. Da kann man jede Menge Webseiten hosten. Also, das bauen wir als erstes ein. Genau. Wir gucken nämlich mal, dass man nicht so viele Threads aufmachen kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Also, es gehen maximal 4 Stück. Es gehen maximal 4 Sachen. Das können wir nämlich mal ausprobieren. Ich mach mal kurz ein Terminal hier nebendran, dass man ein bisschen besser was sieht. Moment, wie konnte man diesen Mist nochmal ausblenden in den Settings? Settings, irgendwie Map? 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 Minimap. Ja, Minimap raus. Weg. Jawohl, braucht kein Mensch. Benutzt ihr die Minimap? Ich hab die in Sublime Text schon immer nicht verwendet. Weiß gar nicht, wofür die gut ist. In letzter Zeit richtig Stream-Marathon, ja. In letzter Zeit bin ich tatsächlich ziemlich viel on. Sister Serious Max, sag dir, DHCP-Settings. Excellent. DHCP V6, sowas aber auch. IPv6. Das Problem ist, man wird an IPv6 nicht vorbeikommen. Also auch im Heimbereich nur begrenzt, ja. Weil spätestens, wenn man sich darauf verlassen kann, dass das Internet IPv6 fähig ist, also sprich, dass man gar keine Seiten mehr braucht, die IPv4 benötigen, beziehungsweise umgedreht gesagt, wenn es die ersten Seiten gibt, die es nur über IPv6 gibt, auf die man drauf will, dann wird man nicht umherkommen, dass man dem Client auch eine IPv6-Adresse verpasst. Ich meine,
theoretisch möglich ist es auch über einen Proxy-Server das Ganze zu machen, aber dann braucht der eine IPv6-Adresse. Aber realistisch betrachtet müssen die Clients auch IPv6 bekommen dann. Du kannst mit IPv6 auch Ports weiterleiten. Da machst du halt eine Firewall-Freischaltung. Das ist zwar nicht Ports weiterleiten im eigentlichen Sinne, aber es kommt aufs Gleiche raus. So, genau, wir testen jetzt mal, wie viele Verbindungen wir zeitgleich hin... Sag mal. Memory leakt das? Nee, nicht wirklich, ne? Scheint nicht zu Memory leaken. Sah nur gerade auf den ersten Blick so aus. Nee, da Memory leakt nix. Sah nur so aus. So, wir testen jetzt mal, wie viele Verbindungen wir gleichzeitig hinkriegen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten testen. Hatten wir nicht so eine Wildschleife schon mal gebaut dafür? Genau, hier. Wildschuh, du, bla bla bla, 1, 2, 3 Verbindungen. Okay, wir machen 4, 5, 6 Verbindungen. So viel gehen nämlich auf gar keinen Fall. Du, Curl, maximal 5 Sekunden auf die 32. Das ist jetzt Poggers Bash Skills. Und da machen wir einen Sleep. Oh, sogar mal 15 Sleep, dass er sich erholen kann. Also, das ist eine Endlosschleife mit einer Schleife drin, die 6 mal Curl startet. Und eine HTTP-Verbindung, also ein GET-Request macht, maximal 5 Sekunden lang. Okay, mal gucken. Okay. Also wir kriegen 3 Verbindungen hin. 3 Verbindungen gehen. 3 Verbindungen funktionieren, mehr geht nicht. Danach ist Schluss. Außer, dass es auch ordentlich RAM frisst. Okay, Memory Allocate, da kommt schon gar nicht mehr hin. Nee, eben haben sogar 4 Verbindungen funktioniert mal kurzzeitig. Excellent. Sag mal. Haben wir doch im... Okay. Ja, vielleicht sollte ich es doch auf 3 Verbindungen limitieren. Vielleicht soll ich limitiere das doch mal auf 3 Verbindungen. Ich glaube, es ist sonst zu viel RAM. Sonst geht es der RAM aus. Zumal das Problem ja auch ist, ich brauche noch ein bisschen RAM für das Main-Programm. Die Sache ist halt die, dass die ganze SSL-Geschichte braucht halt relativ viel RAM. Das braucht so 30 Kilobyte ungefähr pro Verbindung. Okay, wir schränken das mal ein. Dass wir maximal drei Verbindungen haben können oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, Memory Leaks an sich haben wir nicht. Also es wird, glaube ich, alles freigegeben. Das werden wir aber gleich mal ausprobieren. Wenn wir das beschränkt haben, die Verbindung, dann lasse ich das hier jetzt einfach mal 5 Minuten laufen und gucke, ob der RAM ausgeht. Aber wir müssen jetzt erstmal beschränken, dass das mehr als 3 Threads machen kann. Machen wir mal irgendwie sowas. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir hier oben hin. Excellent. Jetzt haben wir irgendwie sowas hier. Max Tasks gleich 3. Dann brauchen wir irgendwie sowas wie, das können wir sogar static machen. Dann freuen sich die C++-Mans, dass man das auch mal benutzt. So, eigentlich können wir auch drauf schreiben, wir müssen es auch nicht statisch machen. Es ergibt jetzt, ist eigentlich vollkommen egal. Das ist eh local zu dem Thread und es wird eh nicht mal ausgeführt sein. Nee, Moment, wir können das doch. Was mache ich denn? Wir machen das nicht dahin. Nein, wir machen das dahin. Da kommt das hin. Excellent. So, also Max Tasks. So, und dann brauchen wir sowas wie Current Tasks oder sowas. So, ist 0. Gut. So, also, maximal 3 Tasks gleichzeitig. Aktuelle Anzahl an Tasks ist 0. So, und das heißt, sobald wir hier was angenommen haben, müssen wir das hochzählen. Oh.
Nee, wir müssen, bevor wir die Verbindung aufnehmen, bevor wir den SSL-Handshake machen, den machen wir da drin, müssen wir gucken, ob Current Tasks kleiner Max Tasks ist. Kleiner oder kleiner gleich? Nee, wir fangen bei 0 an. Das war dann kleiner. So, wenn, dann habe ich noch Platz. Wenn ich Platz habe, kann ich den SSL-Handshake machen. Gutes. Wenn nicht, dann sagen wir else und printen, geben wir eine Fehlermeldung aus. Warning, Warning, Warning. Task Limit reached. Also. Guck, ob das von der Idee her funktioniert, was ich hier treibe. Also, wenn das kleiner ist als das, also sprich, wenn ich noch Tasks frei habe, dann baue ich eine Verbindung auf. Ansonsten gebe ich eine Fehlermeldung aus. Okay, wunderbar. Uploaden wir das Ganze mal. Ach nee, Moment, das müssen wir hier drüber machen. So, und das bedeutet, ich kann jetzt drei Tasks aufbauen und nicht mehr. Müsste, von der Idee her müsste das eigentlich funktionieren. Ach so. Ich bin blöd. Ich habe ganz vergessen, hier Tasks hochzuzählen. Jetzt kann ich einmalig. Nee, Moment. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich gemacht habe. Ich muss hier noch erst sagen. Plus, plus. So. Ja, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. So, und jetzt, ich weiß, dass ich noch was vergessen habe. Ich muss das nämlich, wenn der Task vorbei ist, muss ich das wieder runterzählen. Aber das ist mir klar. Ich will nur mal ausprobieren, ob es prinzipiell funktioniert. Also sprich, nach der dritten Verbindung sollte es einen Fehler geben und nicht weiter funktionieren. Mal schauen, ob das klappt. Was ich mir da so überlegt habe. So, erste Verbindung klappt. Jupp. Zweite Verbindung sollte auch noch funktionieren. Ja, zweite Verbindung geht auch. Dritte Verbindung soll auch noch funktionieren. Danach soll es abkacken. Task Limit reached. Excel. Warum habe ich das eigentlich warum gebe ich hier eigentlich das Zeug in Warning aus? Ist doch total bescheuert. Ja, Free Heap Space. Warum gebe ich das überhaupt aus? Blickst ja natürlich, wenn ich alles in Warning in Orange ausgib. Gut, das heißt, jetzt müssen wir hier die Tasks wieder runterzählen, dass das funktioniert. Also, sprich, ab drei Tasks gibt es eine Fehlermeldung, Task Limit reached. Und wenn ein Task fertig ist, dann muss ich das wieder runterzählen. Wenn man ganz korrekt ist, müsste ich das wahrscheinlich sogar locken, weil er sonst irgendwelche Probleme hat, weil das ja aus einem anderen Thread kommt. Aber ich meine, draufgeschissen. Ey, wird schon nichts passieren. Hast du eigentlich dir die Windows- und Office-Keys bestellt bei AliExpress? Nee. Könnte man hier nicht einen Semaphore verwenden? Doch. Nein, so ein Semaphore nicht. Einen Mutex musst du verwenden. Also, das ist ja. Ein Mutex ist ja quasi ein irgendwie Exclusive Semaphore. Frag mich nicht, für was steht Mutex? Irgendwas Exclusive. Ja. Ja. Threading-Fachbegriffe. Exzellent. Mutex ist dann Semaphore mit dem Wert 1. Ah, yes. Der Chat ist heute wieder exquisite. Der weiß Bescheid. Richtige Hackermans wieder hier. So, also theoretisch. Nee, oh, wir machen jetzt Big Brain C++ 17 Feature. Achtung. Big Brain C++ 17 Feature. Wenn mir jetzt so einfällt, wie der Kram funktioniert. Achtung, Achtung, Achtung. Huge. Standard. Atomic. Und dann irgendwie so einfach, oder? Einfach so. So. Jetzt haben wir es hier. Also das sorgt jetzt dafür, das ist auch wie so ein leicht kryptisches Feature, wo man erstmal 3 Stunden Stack Overflow lesen muss, bis man versteht, was es macht und ab wann es safe ist und ab wann nicht. Der sorgt dafür, dass das hier, also das sprich, Operationen auf diesem Wert, also auf dieser Variable,
dass die Atomic sind. Was Atomic ist, ist folgendes, ich versuche das mal zu erklären. Wenn eine, kennt ihr, das ist wie bei Datenbanken eine Transaction, also sprich, man sieht nur den Wert vorher oder den Wert nachher. Dein Mini-Webserver ist mittlerweile ein Advanced Multithreaded Webserver. Ja, richtig. Also sprich, wenn was Atomic ist, bedeutet das, die Außenwelt, also wenn ich jetzt die Variable abfragen würde, aus einem anderen Thread, so, dann würde ich sehen, die ist 0, bis sie 1 ist. Ich würde entweder 0 sehen oder 1. Ich sehe nur den Wert davor und den Wert danach. Das ist, was eine Atomic-Änderung in dem Fall ist. Also sprich, es gibt keinen Stand dazwischen. Also wenn ich jetzt hier was Neues reinschreibe und dooferweise während der Schreiboperation mein Thread CPU oder mein Task CPU-Zeit weggenommen bekommt und anderer Task läuft und er liest das aus, dann sieht er nicht irgendwie einen unfertigen, halbgeschriebenen Zahlenwert, der irgendwie sonst was drin steht, sondern er sieht 0, bis die Operation abgeschlossen ist, dann sieht die Außenwelt 1. Also sprich, das ist wie eine Transaction quasi in der Datenbank. Es gibt nur davor und es gibt nur danach, es gibt nichts dazwischen. Zumindest habe ich das immer in irgendeinem C++-Vortrag gehört, was Atomic macht. Das ist so wie Interlock in C#. Interlock Increment. Das gibt's auch, ja. Das ist das gleiche wie in C# das hier. Also sprich, man übergibt eine Referenz auf ein Int und dann kann man die Atomic quasi hochzählen. So. Und jetzt ist das Ganze sogar komplett thread-safe. Weil es kann nicht passieren, dass irgendeiner darauf zugreift, während der andere schreibt. So. Was hat er hier für Schmerzen? Achso, ich muss es hier noch angeben. Current Tasks. Oder aber ich... was hat er für Schmerzen? Achso, das ist Atomic Reference. Das heißt, ich muss es mit dem Und machen. Ha! C++-Syntax, Alter, Leute. Ich bin immer noch schockiert, wie viele Sonderzeichen man die doppelt, dreifach, vierfach, fünffache Bedeutung geben kann. So, Upload. Oh, jetzt sollte es eigentlich funktionieren, aber maximal 3 Tasks. Es ist gerade mal 7 Uhr und draußen sieht es aus wie Nacht. Ja, leider. Und es ist richtig Kackwetter. Dafür funktioniert die Nachtsicht von meiner neuen Kamera im Hof ziemlich gut. Die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich sonst meine Mutter im Flur lieke. Ich habe mich gerade auf die Vorschau geguckt. So. Da kommt eine Katze rein bei mir. Katz, was ist los? Mein Chat-Overlay... Was, mein Chat-Overlay ist kaputt? Nee. Ey, das funktioniert. Also bei mir im Vorschau ist die letzte Meldung, die ich sehe, ist dein Chat-Overlay kaputt. Also das muss eigentlich funktionieren. Ey, da ist es doch. Funktioniert das Chat-O... Wie kommst du drauf, dass es kaputt ist? Chibated. Hugh got chibated. So, habe ich jetzt abgeloadet. Okay, schauen wir mal. Also, Verbindung geht. Jawohl, nächste Verbindung. Auch. Nächste Verbindung. Auch. So, das letzte Mal ist jetzt abgekackt und die sollte wieder funktionieren. Exzellent. So, und jetzt können wir mal unseren Test machen und da sehen wir auch, ob wir irgendeinen Memory Leak drin haben. Ich führe jetzt einfach mal 1-2 Minuten lang 6 parallele Verbindungen auf die Kiste aus und hoffe, er kackt nicht ab und er limitiert bei maximal 3 Verbindungen. Was machst du eigentlich beruflich? Mach mal Ausrufezeichen Beruf. Ich habe das extra einen Clip dazu aufgenommen. Ja, guck mal, es hat funktioniert. Task Limit Reach. Guck, 3 Stück haben funktioniert, 3 Stück nicht. Exquisite. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwelche Memory Leaks haben. Also hier 166. So, warten wir mal den nächsten Durchlauf ab.
Okay. Also von den anderen drei schlagen zwei fehl, sehe ich das richtig? Aber auch nicht gut. Aber es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Okay, jetzt ist nur einer fehlgeschlagen. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen random. Aber das ist okay. Das Ding stürzt jetzt wenigstens nicht mehr ab. Die Musik ist vorbei. Sebaro, macht die Telekom wieder Paints Champ bei dir? Also ich würde sagen, wir haben kein Memory Leak. Guck mal, also wir sind jetzt bei 165 und die ganze Zeit eiern wir so bei 165 rum. 165 Kilobyte frei. 165, ja. Okay, also anscheinend haben wir das insoweit ordentlich programmiert, dass wir zumindest mal kein Memory Leak produziert haben. Das ist doch auch schon mal was. So, also jetzt haben wir das Ganze limitiert. Was möchte der mir hier eigentlich sagen, wenn ich das hier anklicke? Ach nee, ah, das ist diese Big Brain Visual Studio Code Extension, die highlightet, wie lang ein Block geht. Verstehe. Also es schwankt ein bisschen, aber im Prinzip, glaube ich, haben wir kein Memory Leak. Wie viel RAM hat der Controller eigentlich? Also nutzbar maximal, also also dynamisch nutzbar sind, glaube ich, maximal 240 oder so Kilobyte. Was hier jetzt das RAM frisst, ist einmal das Display und ein bisschen Arduino, würde ich sagen. Das Display frisst auch mal ungefähr 60 Kilobyte RAM. Aber das kann ich verstehen, weil das sind ja 128 mal 64 oder irgendwie sowas Pixel. Und wir machen ja auch die nicht speicherschonende Variante mit Sprites. Also wir malen das mit einzelnen Sprites auf das Display, weil es da nicht flickert. Also das Display braucht halt ein bisschen RAM. Du hast fast eine Minute Delay, oh, das ist aber schlecht. Darf ich hier Links zu GIFs posten? Ja. Es sei denn, es sind irgendwelche Gachibas-GIFs oder so. Also nur ordentliches Zeug. Oh, was jetzt? Was hat jetzt für Schmerzen? Alles failed, Alter. Task Limit reached. Aufnahme. Warum gibt ihr mir nicht mehr aus Task Limit reached? Irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist kaputt. Der sollte mir eigentlich ausgeben, Task Limit. Hä? Okay. Doch in der SSL geht noch, sonst kriegst du keine. Also ich würde ja keine Antwort kriegen. Nur manchmal geht's nicht. Halt bei manchen Tasks, das ist schon okay. Na gut, also das scheint ganz gut zu funktionieren. Warum möchte Visual Studio Code eigentlich das einrücken, genau hier unten drunter? Könnte man das nicht dazu überreden, das irgendwie hierhin einzurücken? Nein, kann man nicht. So, also jetzt haben wir das Ganze limitiert. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Sachen. Und zwar, ach so. Muss man den Kram hier locken? Ich habe da so eine doofe Vermutung, dass das wahrscheinlich einfach random crasht zwischendurch. Weil die sagen selbst, dass sie nicht multithreaded safe sind. Und die sagen selbst, die sagen, warte mal, wo steht's denn hier? Genau, entweder man loggt selbst oder, genau. Die sagen, also die Funktion, die einen Kontext verwenden, ist
sicher, aber manche Funktionen benutzen unter der Haube den gleichen Speicher. Also da muss ich wirklich irgendwie locken, das Ganze. Genau, for example, SSL context can point to an private key. Das haben wir hier und wir hatten es das letzte Mal auch schon, dass es random gecrashed ist. Also sprich, überall, wo ich, eigentlich nur das hier, hä? Deswegen nur funktional programmieren. Exzellente Idee. Also das hier müssen wir auf jeden Fall locken. Einfach nur einen Thread gleichzeitig benutzen. Ah. Ja, okay. Stimmt. Warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Einfach alles mit einem Thread machen. Ich meine, man könnte, das war auch eine Sache, die habe ich mir am Anfang überlegt, ob man nicht einfach so eine Art Message-Loop macht. Also sprich, man macht einen Thread, aber das innen drin halt nach Möglichkeit Non-Blocking, aber das Non-Blocking zu machen, sackt, Alter. Das ist übelst, übelst kacke. Und du hast das Problem, dass du entweder eine CPU komplett dicht machst, oder da irgendwie unterschiedliche, keine Ahnung, alle 500 Millisekunden mal laufen lassen musst und sowas. Ich finde so eigentlich die schönere Variante. So, jetzt muss ich mir nur mal überlegen, was müssen wir jetzt eigentlich locken hier drin, dass das passt. Ist das eigentlich okay, wenn man sowas hier macht? Weil die Sache ist die, ich habe mir ja einen C++ Webcast letztens angeguckt. Und die haben gesagt, dass das C++. Ne, warte mal, wie war das? Ich weiß nicht mal, nach was ich gesucht habe. Ich hab irgendeine C-Sharp zu C++ Vergleich gesucht und die haben gesagt, das geht in C++ nicht so einfach, aber man könnte quasi Static-Variablen in einer Methode verwenden und die würden nur einmal initialisiert. Kannst du bitte on stream ein Struktogramm von deinem Code auspapieren? Ah, jetzt yes, Struktogramm. Excel. Habt ihr einen guten Struktogramm-Maker online? Dann probiere ich mal ein Struktogramm zu malen für irgendwas ganz Simples und ihr könnt mich failen sehen beim Struktogramm malen. Weil ich habe das seit meiner Ausbildung nicht mehr gemacht und Struktogramme sind auch der übelste Scheiß. So eine Kacke. Ein Nassi-Schneidermann-Diagramm, genau. Wir könnten auch UML, wir könnten auch ein UML-Diagramm malen von der Minisurf-Klasse. Chat, was meint ihr, was besser? Ein UML-Diagramm oder ein Struktogramm? Struktogramme sind komplett useless. Übelster Kack. Papp. Oh, wir könnten, wisst ihr, was auch richtig nice ist? Wir könnten auch ein Ishikawa-Diagramm malen. Auch sowas ganz Tolles. Exzellent. Problem. Das ist auch sowas Tolles. Papp können wir auch machen. Okay, Mann, jetzt lass mal kurz mal Big Brain machen. Wie locken wir das Ganze richtig? Ja, ich hoffe, das ist okay so, dass man das hier inline macht. Also, wie locken wir das Ganze jetzt? Ich weiß gar nicht. Also, das muss ich auf jeden Fall locken. Das Setup muss ich auf jeden Fall locken. Das ist sicher. Da muss ich locken. Da komme ich nicht drum herum. Okay, lock ist vielleicht ein bisschen. Ja. So, unlock. Übrigens, was das macht, vielleicht für Leute, die multithreaded-mäßig nicht so eingeweiht sind. Also erstens muss man sagen, generell multithreaded Sachen programmieren ist oftmals, der Fehler steckt im Detail, es ist oftmals schwerer, als auf den ersten Blick den Anschein hat. Das hier sorgt dafür, dass diese Stelle nur von einem Thread ausgeführt werden darf. Also sprich, wenn ich jetzt zwei Verbindungen gleichzeitig aufmache, die erste Verbindung, die an dieser Stelle ankommt, schließt das hier ab
führt das hier aus und macht hier weiter. Und die andere Verbindung hängt an der Stelle so lang, bis die erste Verbindung fertig ist. So, also das muss ich auf jeden Fall locken, dass ich keine Fehler kriege. Und wahrscheinlich, ich vermute mal, das hier auch. Vermute mal das hier auch, weil das auch auf eine externe Ressource zugreift. Man könnte auch While True drumherum schreiben. Das geht natürlich auch. So. Ich glaube, das war's. Ansonsten. Wir mal upload. Mal uploaden, dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Und während wir weiter basteln, lasse ich im Hintergrund mal meine While-Schleife da im Kreis laufen. Und gucke, ob es crasht. Okay. So. Ich hoffe, das reicht, was man locken muss. Ansonsten wird es zu advanced. Komm, wir machen einfach mal nur 3 und gut ist. Zack. Guck mal, der ist schon mit 2 Verbindungen teilweise überfordert. Ich glaube, das liegt aber daran, weil zu viel gleichzeitig ist. Wenn er ein kleines Delay macht zwischen den Verbindungen, dann geht's wahrscheinlich. Der braucht nur beim Handshake so viel. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal laufen und wir gucken weiter. So. Ja. Das irritiert mich, wenn das hier neben rumläuft. Moment. Ich muss das mal kurz ausblenden. So. Bam. Ich kann mir das Geflimmer nicht angucken daneben. So. Die Zahl, die sagt freier RAM. Wie viel Speicher frei ist. Und du siehst auch, bei jedem Verbindungsversuch geht der RAM runter. Ich baue gerade aktuell 3 Verbindungen gleichzeitig auf. Da ist er am Ende mit dem RAM. So, und jetzt kommen wir mal zur eigentlich wichtigen Geschichte. Eines der Sachen, warum ich überhaupt angefangen habe, den Kram zu basteln. Und zwar, dass man Logs darüber abrufen kann. Genau, ifpar/logs. Also, wir haben hier für Update. Handle Logs. Kann man was gucken, ob ich... Ah, das wird schon passen. Okay, also, wir müssen die Logs erstmal da reinkriegen. Also, Handle Logs. Also, eines der Sachen, warum ich sowas mal basteln wollte, ist, die ganzen seriellen Ausgaben an Logs, die man hier bekommt, das ist ja schön und gut, wenn der Controller am PC hängt, dass man das auch abfragen kann. Aber, wenn das Ding im WLAN hängt, warum überhaupt mit SSL? Das ist ganz einfach, weil ich wissen will, wie es funktioniert. Und für Firmware-Update. Firmware-Update mit SSL ist mir lieber. Ich meine, wir haben Firmware-Update über SSL mit Basic OS. Also besser geht's ja wohl nicht mehr. An sich ist kein Problem. Ich meine, das ist im privaten WLAN, da ist eh nix. Aber ich find's schöner, Firmware-Update über SSL. Und hauptsächlich, weil es geht. So, also haben wir irgendwie so void handle logs. Oh, handle get logs. Ich brauche einen SSL-Kontext. Und das war's. Jetzt machen wir mal einen Test. Einfach Firmware signieren. Das ist ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Das wollte ich schon ewig mal ausprobieren. Ich habe es bis jetzt nicht gecheckt, wie das ordentlich funktioniert. Das ist Big Brain kompliziert. Das kann kein WPA3. Oh, Leute, wir haben mich richtig gelockt. RIP. Random Crash. Wo ist er gecrashed? An. Function. Alter. Please, ordentliche Fehlermeldung. Was ist das denn? Helper. 239, das ist im Print. Run. Task Run. Standard Function. Wo ist er denn gecrashed?
228 ist er gecrashed. 228. 22. Was? Moment, wo? Wo? 228. Ja, hier. Ja, gut. Das ist, sagt jetzt eigentlich. Das sagt ja eigentlich nur, dass der in diesem Task hier irgendwo gecrashed ist. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Okay, beim Text ausgeben ist er gecrashed. Big Brain Logger heißt das Ding. So muss das sein. Alter, ist das... Ah, ist das euer Ernst? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo da genau gecrashed ist, aber ich wette mit euch. Ich schwör auf Twitch-Sub, Alter. Das liegt daran, dass ich die Sachen nicht richtig locke hier. 100 Pro. Ich bin mir da ziemlich sicher. Okay, to do. Fix me. Okay, sucked. Alter, bashen. So, das muss ich nochmal neu machen. Das reicht nicht. Wahrscheinlich muss ich das free noch locken. Nee, ich muss den Handshake locken. Na klar, ich muss... Der Handshake ist das eigentliche Problem. 100 Pro. Weil, während der den SSL-Handshake macht, muss der garantiert auch den Private Key lesen und sowas. Sonst funktioniert das doch gar nicht. Ich muss 100 Pro den Handshake locken. So, und warum das jetzt so lange ohne Fehler... Guck, schon wieder gecrashed. Und wisst ihr, warum das so random auftritt? Weil Multithreading-Fehler immer random auftreten. Was für mich nicht auf einen anderen Fehler schließt. Multithreading-Fehler sind immer so random. Und der Chat hat es gewusst. Ja, der Chat ist ja auch mega big brain. Vor allem bei den ganzen Subs in letzter Zeit. Wo haben wir denn unser big brain? Moment. Nein, wo habe ich es denn? Huge Big Brain Chat. So, ich log das nicht richtig. 11 Head ist der Chat heute schon. So, also das ist nicht richtig gelockt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt ist die Frage, bauen wir erst... Ich mache jetzt erstmal das eine fertig, wo ich gerade stehen geblieben bin. Moment, wenn ich jetzt das finden würde, wo habe ich denn aufgehört? Ja. Also, wenn der Pfad Logs ist, dann machen wir Handle Get Logs und übergeben die Referenz auf das SSL-Ding. So. Ich probiere jetzt mal was aus. Ja, Wildtrack, so ist es. Ich glaube, ich muss... Guck hier, guck, da ist wieder gecrashed. Das liegt 100% daran, dass ich das nicht richtig locke. Garantiert. Aber ich probiere das jetzt erstmal mit den Logs aus. So, was ich mir gedacht habe, wir können Folgendes machen. Ich will ja, dass ich diese Logs hier unten von der seriell ausgebe, dass ich die über eine Webverbindung bekomme, weil wenn ich irgendwie das Ding im WLAN hängen habe und ein Firmware Update mache oder sonst was oder irgendwas debuggen muss und das Ding hängt halt im WLAN und nicht seriell bei mir dran, zum Beispiel weil ich es in der Türgegensprechanlage eingebaut habe, aber das im Keller hängt oder sonst wo, dann brauche ich natürlich Log-Ausgabe über HTTP. So, und ich habe mir gedacht, wir könnten das folgendermaßen machen. Wenn wir einen Curl machen, ich breche das mal kurz ab hier, bevor es jetzt wieder die ganze Zeit crasht. Wenn wir einen Curl machen, also wenn wir einen Request machen, auf slash logs. Das geht aktuell nicht. Der hängt und sagt empty reply. So. Aber was wir machen können, ist folgendes. Also man aktuell macht der SSL Handshake, geht dann hier rein, handle logs und hier ist halt nichts drin. So. Ja, mit Websockets wäre das easy, aber ich habe keinen Bock, Websockets selbst zu programmieren. Wir werden die einfachste Variante überhaupt machen, die wahrscheinlich funktioniert, aber eventuell den Browser durcheinander bringt.
Müssen wir mal gucken. Und zwar, wir lassen einfach die Verbindung auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Also sprich, wir machen jetzt einfach sowas hier. While, true. Also das ist jetzt nur zum Testen, ja. Wir machen einfach die Verbindung nie zu. So, Delay, eine Sekunde. Und jetzt sagen wir Send, String. Ich meine, wir machen jetzt testmäßig mal was. SSL, keine Ahnung. Tests, 1, 2, 3. Nee, wie macht man das? Golden Kappa Check, 1, 2, 3. Genau. So. Alles klar, der braucht ein bisschen. Upload. Gibt es eigentlich den Golden Kappa noch? Hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. So, und von der Idee her, was der jetzt machen sollte, der sollte unendlich... Oh, hab ich was vergessen? Nee, ich hab nichts vergessen. Der sollte jetzt unendlich lang antworten, Golden Kappa Check 1, 2, 3. Und die Verbindung nie zumachen, außer vielleicht nach 15 Minuten oder so. Aber dann kann ich die einfach neu aufbauen. Oh. What? Ah! Ich weiß, was ich... Chat, wisst ihr, was ich verkehrt gemacht habe? Ich sende ja überhaupt keine Header zurück. Ich muss ja Header zurücksenden. Weil ansonsten weiß der gar nicht, ob es funktioniert. Also ich muss, bevor ich in diese Schleife hier gehe, muss ich dem erstmal einen HTTP Content Type Text HTML, ja, meinetwegen Text HTML, wenn es sein muss. Es ist nicht wirklich HTML, nee, Text Plain ist das hier. Ich muss ihm den Header zurücksenden, weil ansonsten ist es ja kein gültiger HTTP Request. Ich muss ihm erstmal sagen HTTP okay und Content Type Text Plain und dann kann ich Zeug senden. Das müsste jetzt funktionieren. Send. So, hallo? Visual Studio? Response? Also, ich muss euch sagen, ich mag die C++-Extension von Visual Studio Code nicht. Die ist einfach kackelahm. HTTP Persistent Connection. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir können das gerade mal aufmachen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das sogar valid, was ich hier mache. Mit Connection einfach auflassen. Okay, Chunk Transfer könnte man machen. Das ist die saubere Variante wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Chunk Transfer die saubere Variante. Connection Keep Alive. All Connection are considered persistent. Dann ist das sogar valid, was ich mache. Also, ich lasse die Verbindung einfach auf und sende weiß. Warum programmierst du einen Webserver? Weil ich wissen will, wie es funktioniert und weil mir die bisherigen Webserver, die ich getestet habe von ESP32 nicht so gut gefallen haben. Der eine hat sich in irgendwelche Angel-Schleifen aufgehangen und der andere hat Multithreading-Probleme gehabt. Deswegen wollte ich so einen Mini-Webserver mal selbst programmieren. Erstens, um zu gucken, wie es geht und zweitens, dass der genau das macht, was ich brauche und nicht mehr. Nämlich Logs, Firmware-Update und statisches Index.html. Fertig. So, jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Also wenn das klappt, das wird von ESP32. Ja, oben rechts, guck mal, oben rechts sieht man auch das Ayaya-Board. So, und unten, so, der sollte jetzt eigentlich einen Valid Header zurückschicken und dann unendlich lange Golden Kappa Check 123 schreiben. Bam! Dude Chat ist wieder am Start. So, ich frage mich jetzt, wie lange der das macht. Gut, der wird das jetzt machen, bis die Verbindung abbricht. Und wenn die Verbindung abbricht, dann... ich habe eine Sache vergessen. If not, break. Also sprich, wenn das Senden nicht klappt... Also sprich, wenn dieses Write hier fehlschlägt, wenn das Senden nicht klappt, dann muss ich nämlich einen Break machen, weil ansonsten bleibt der für immer und ewig in dieser Schleife hier hängen. Auf YouTube würdest du, ja, da könntest du sehen, wann er crasht, ja.
Okay, excellent. Oh, jetzt haben wir hier Big Brain Frage im Chat. Huge Wall of Text. Also, hey Max, mir wurde heute dein Video von 2013 vorgeschlagen. What? YouTube bin auch wieder voll dabei. Wo du über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration geredet hast und du meintest, dass man Glück haben muss, wenn man in einem Betrieb angestellt wird, dass man nicht nur Drucker... Nee, das habe ich, glaube ich, anders... Also, ich weiß nicht, ob ich so gesagt habe. Das habe ich auf jeden Fall anders gemeint. Ich meinte damit, wenn man... Oder umgedreht gesagt, ich meinte, wenn man Pech hat, landet man in einem Laden, wo man nur Druckerpatronen wechseln muss. Also umgedreht. Ja? Also, die meisten Jobs sollten sich glücklicherweise nicht mit Druckerpatronen wechseln beschäftigen. So. Ich habe jetzt zum 1. September meine Ausbildung angefangen. Exzellent. Und bin seitdem in einem Projekt für die Umstrukturierung von einem Schulcampus. Okay. Ja, die haben ja chronisch, die sind ja chronisch unterbesetzt, was IT-Leute angeht in der Schule. So, ich konnte auch schon einen Switch konfigurieren mit Hilfe und Einbauen, Patchen, etc. Dazu hatte ich diese Woche auch das erste Mal die Berufsschule. Oh je, und jeder sollte mal erzählen, was er bis jetzt alles im Betrieb machen konnte. Und viele haben eigentlich nur Standardzeug gemacht, wie Druckerpatronen wechseln. Oder einen Bildschirm anschließen. Ja, die meisten, also nein, die meisten, stimmt nicht. Also die meisten Jobs sind nicht Druckerpatronenwechsel, aber es gibt leider zu viele Jobs in dieser Richtung. Ja. Man könnte jetzt sagen, irgendeiner muss es ja machen, aber dazu brauchst du eigentlich kein Fisi. Ja. Und es kommt natürlich auch auf den Betrieb an. Also man hat ja schon da Einfluss drauf. Man bekommt ja meistens einen ganz guten Eindruck davon, auf was es für einen Laden ist. Also auch vorher schon. Und Berufsschule ist Pains Champ, aber richtig. Und wie findest du die Berufsschule bis jetzt? Also wahrscheinlich hat sie ja schon mehr als einen Tag. Oder habt ihr keinen Blockunterricht und habt quasi einmal die Woche Berufsschule oder wie ist das bei euch? Also wir hatten es immer so, wir hatten dann irgendwie teilweise 4-5 Wochen am Stück Berufsschule. Und das fand ich immer geil. Das fand ich immer geil, weil Berufsschule an sich ist zwar kacke, aber Berufsschule ist... ist Berufsschule. Deswegen waren das immer 4-5 Wochen Urlaub. Berufsschule ist Erholung pur gewesen. Deine Ausbildung hat mit Kobol begonnen. Oh. Massive Pains Champ. Wir machen an Weihnachten einen Kobol-Stream. Das hat der Chat mich dazu überredet. Austausch mit den Mitschülern war bei uns kacke wie immer. Weil ihr wisst ja, wie gern ich andere Leute hab. Bis auf 3-4 Leute konnte ich da keinen leihen. Und mir sind alle auf den Sack gegangen. Aber so ist das halt mit anderen Menschen im Real Life, ja. Vor allem, was bei uns ätzend war, da hatten wir Leute, die waren quasi irgendwie, keine Ahnung, die kamen gerade frisch aus der Schule, irgendwie mit 16 oder so. Und da waren teilweise so Idioten dabei, boah. Aber gut, ich war ja damals auch schon 23 oder so. Oder 24, frag mich nicht. Ich war ja auch schon einer der etwas Älteren in der Berufsschule. Wahrscheinlich kommt es einem einfach nur blöd vor und man war selbst so blöd. Ja. Gut, also das funktioniert. Oh, guck mal. Warum ist da so viel Speicher weg? Ah, weil Endlosschleife. Guck mal, Leute, das ist genau das, was ich gesagt habe. Bevor ich das Break hier reingemacht habe, da bleibt es in der Endlosschleife hängen. Guck, zack. Und er gibt nicht frei. Ich muss erstmal neu uploaden. Dann gibt er wieder frei. Ich hatte hier keinen Break drin, was natürlich ziemlicher Fail ist. So, und jetzt ist der nächste Knackpunkt. Ich kann jetzt zwar Golden Kappa Check 1, 2, 3 unendlich zurücksenden. Schön und gut. Aber eigentlich will ich ja Logs zurücksenden und nicht Golden Kappa Check 1, 2, 3. Erstmal gucken, ob das Memory Leak weg ist. Also unser Englischlehrer war eigentlich komplett für den Arsch, weil
der ist quasi nach uns in Rente gegangen. Und dementsprechend war ihm auch alles egal. So, mal gucken, ob der jetzt Speicher freigibt. Yes, Speicher freigegeben, sehr gut. Um es nochmal zu sagen, also ich war ja auf der hier. Ich war ja auf der Berufsschule mit sagenhaften 2,1 Sternen bei Google. Und die sieht halt echt aus wie im Knast. Diese Berufsschule. Das ist übrigens fake, dass die so glücklich sind. Die sind nicht glücklich. Die tun nur so. Davon kenne ich keinen einzigen Lehrer mehr. Sind das Lehrer? Doch! Das ist mein ehemaliger Netzwerktechniklehrer. Das ist der Herr Heinze. Den kenne ich noch. Poggers. Wenigstens einer auf den Bildern. Ja, aber dass die alle so glücklich sind, ist fake. Es sieht wirklich aus wie im Knast, oder? Es sieht aus wie ein Wachturm. Es sieht original aus wie im Knast. Diese Schule. Ich habe mich damals schon gefragt, warum hat die Schule einen Wachturm? G-Bait-Spende. Was ist damit, Sebaro? Nee, dafür musst du nicht timeouten. Das ist schon okay. So ein bisschen Chibate ist okay, ja. Guck mal, wie glücklich die alle sind. Na gut. Alter. Bonker Corona. Ja, zumindest diese Schule hat mega gesackt. Einfach nur. Und 2,1 Sterne sind fast noch zu viel. Ja, hat er recht. Mein großer Stream ist es ja nur auf jeden Fall nicht. Die Schule sah früher, wie gesagt, wie im Knast aus. Und es hatte die schlechteste Cafeteria überhaupt. Also bei der Cafeteria hast du dir bestimmt irgendwelche Darmkrankheiten geholt, wenn du da länger als ein halbes Jahr gegessen hast. Die Chancen waren hoch. Das ist ein Abschlussfoto und Freude, dass sie alle zu Ende sind. Ja, das könnte natürlich auch sein. Excellent. So. Aber weiter im Text. Also Golden Kappa Check 1, 2, 3 senden, das funktioniert. Aber Speicher freigeben funktioniert auch. Das ist doch schon mal was. Okay. Arbeitsspeicher freigeben. Jawohl, funzt auch. Gut, der eigentliche Sinn ist ja aber, dass ich Logs zurückschicken kann. Also zum Beispiel das hier. So, So, Logs zurückschicken. Also, ich will jetzt das, was ich hier reinschreibe, dahin schicken. So, dann brauchen wir erstmal hier irgendwas, um Logs zu schreiben. So, Moment, wo hört dann diese Funktion hier auf? Da. Also void, wie nennen wir das mal, keine Push-Logs. Geht eigentlich sowas hier in Methoden? Nee, oder? Das geht nicht. Oder? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil er weiß ja gar nicht, was das ist. Geht. Moment, aber sowas müsste doch gehen. Warum geht das nicht? Da müsste doch der Compiler eigentlich schlau genug sein, rauszufinden, was es ist für einen Typ. Aber ich hinterfrag sowas gar nicht.
Was war Message oder so? Oder. Block. Message. Wir nennen es Message. So, jetzt muss ich das schreiben. Wie kriege ich denn das jetzt gebacken? Also, ich schreibe von hier, ich mache das jetzt hier mal weg. Push Logs Free Heap Space. So. Also. Nee, wir machen einen Counter, das ist besser. Dann sehe ich auch, dass es funktioniert. Einfach irgendeinen Easy Mode Counter. CNT plus. So. Also, von der Idee her sollte der jetzt versuchen, einmal pro Schleifendurchlauf Logs zu pushen an den Client. Wie kriege ich ihm das denn beigebracht? Wie kriege ich das hin, aus meinem Main-Task an die Clients zu pushen? Okay, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Also ich meine, hier immer das gleiche pushen ist ja klar. Das funktioniert. Ich meine, wir können das erstmal total easy mode machen. Wir können das total easy mode machen. Wir machen einfach... Nee, ich brauche keine... Die Instanz habe ich schon. Das ist eine Methode von der Klasse. Ich habe da schon Zugriff drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich das gebacken kriege, dass ich das... Ich muss das queuen irgendwie. Also sprich... Das hier wird ja von meinem Main-Task aufgerufen, allerdings die Connection zum Client ist ein eigener Task. Also, okay, wir machen mal die Billig-Variante. Irgendwie sowas, keine Ahnung, Message. Einfach irgendwie sowas. So. Wir tasten uns mal ein bisschen ran. So, und jetzt senden wir nicht Golden Kappa-Check, sondern Message. Mir ist klar, dass das Multithread nicht gut funktioniert, weil, so gemeinsamer Zugriff und sonst was, ja, also ich will, aber das müsste erstmal gucken, ob das prinzipiell funktioniert, was ich mir hier ausmale. So, und jetzt sagen wir hier einfach Message gleich, okay, Moment. Oh, come on, bruh. Visual Studio Code. Underscore Message. So. Underscore Message. So, und jetzt, okay, jetzt sollte da nicht mal Golden Kappa Check pushen, sondern da sollte jetzt alle... Oh. Message was not declared? Ah, underscore message. Wenn schon, müssen wir es auch richtig machen. So, da sollte jetzt jede Sekunde hier diesen Counterstand pushen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, multithreaded wird das laufend mal crashen, weil... Der überschreibt das, während ich das hier sende und so. Das ist, also, schön, es kann, wie gesagt, mir ist es klar, dass es nicht funktioniert. Ich will bloß gucken, ob das prinzipiell so geht, wie ich mir das vorstelle. So. Wir müssen das auf jeden Fall noch locken. Okay. Das funktioniert. Also, jede Sekunde kriege ich den Stand vom Counter geschickt. Ist halt jetzt timingmäßig ein bisschen unglücklich, aber okay. So. So, und jetzt können wir gleich mal zugucken, wie das Ganze crasht. Jetzt gucken wir mal zu, wie das Ganze crasht, weil ich nehme mal das Delay raus und lasse jetzt so schnell wie es geht Sachen da pushen. Das wird instant crashen einfach nur jetzt. Oder ziemlich schnell crashen auf jeden Fall. Nö, gar nicht. Na gut, ich sende ja auch nur jede Sekunde. Dann ist die Chance, dass es crasht, gar nicht mal so hoch. Okay, ich muss das öfters senden. Aber das ist doof, das sagt richtig. Also das Problem ist jetzt, ich sende jetzt ja nur jede Sekunde. Was doof ist, da verpasse ich ja viel. Also was jetzt viel cooler wäre, wenn ich von hier irgendwie den Client-Task benachrichtigen könnte,
dass es neue Logs gibt. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir machen, also, es gibt, ja, wenn ich das Delay rausnehme, habe ich massig Text, ja. Das kann ich vorher nochmal machen, schnell. Wir machen mal 50 Millisekunden Delay, weil ich will nicht, dass der abkackt wegen zu viel Load auf einem Kern. Also, es gibt was eingebaut in diesem unterliegenden Task-Scheduler vom ESP32. Da kann man blocken, bis man eine Nachricht bekommt. Genau, ich werde die Nachrichten jetzt auch queuen. Das ist das, was ich vorhab. Allerdings nicht mit der Standard C++-Queue, sondern mit der eingebauten Queue, weil die ist schon Task-Thread-Safe. Warum crasht denn da nix? Das erscheint mir jetzt sehr unrealistisch, dass da nix crasht. Okay, ich nehm das Delay mal komplett raus. Aber jetzt, spätestens jetzt wird er crashen. Wir queuen das jetzt auch gleich. Auf. So. Warum crasht das denn nicht? Kann mir das irgendjemand logisch erklären, warum das nicht crasht? Warum crasht das nicht? Verstehe ich nicht. Okay. Das muss doch crashen. Ich meine, nur mal von der Idee her, warum das eigentlich crashen muss. Ich schieb hier meinen Text rein. So. Der Text weist diese Variable zu, ohne Log, ohne alles. Was im Endeffekt heißt. Ups. Was im Endeffekt heißt, es kann sein, dass während ich das an den Client sende, die Sache schon gelöscht wird. Also das Senden dauert ja ein paar Millisekunden und in der Zeit kann es sein, dass der alte String schon aufgeräumt wird. Also das, ich würde sagen, das ist eher Glück, dass das gerade funktioniert. Und wir können es mal ausprobieren. Ich sende mal ein bisschen längeren Text. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das crashen muss. Das ist auch selten, dass ich versuche, was zum Crashen zu bringen, dass es nicht automatisch crasht. Moin, Surf Jelly. Sehr merkwürdig. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Aber trotzdem, mir fällt gerade auf, trotzdem ist es eine Scheißlösung, weil dieser Thread hier einen CPU-Kern quasi komplett blockiert. Also das ist ja eine Endlosschleife, ohne jegliches Delay, ohne jegliches Wait drin. Und auch ohne Cack-Wait. Also komplett ohne Wait. So, jetzt crasht's, ha? Nee, auch nicht. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, warum das crasht. Warum es nicht crasht. Aber trotzdem ist die Lösung kacke. Also erstens sollte es crashen und es wird wahrscheinlich auch unglücklicherweise ab und zu mal crashen. Und das zweite ist, das hier macht einen CPU-Kern voll. Ich habe aber eine andere Idee. Wir machen das jetzt so. Wir blocken das. Mach mal aus dem kopierten String eine Referenz. Ja, nee, dann kackt's auf jeden Fall ab. Wobei, nee, dann kackt's nicht ab. Weil das hier wird's ja kopiert. Hier wird's ja nochmal kopiert. Also, wie geht denn das? Const und ist das die richtige Syntax? C++? Oder ist es const und?
Ach du Scheiße. Nee. Okay, es ist Konst und Exzellent. Alles klar. Die haben es echt geschafft. Die haben es echt geschafft, wirklich mittlerweile jedem Zeichen 8 Bedeutung zu geben in C++. So, das wird jetzt weiterhin funktionieren. Oder random crashen, wie es vorher hätte schon machen sollen. Aber hier kopiert er ja den Inhalt. Na, also ich vermute mal, so bei einer einfachen Zuweisung, das wird den Inhalt kopieren. Aber trotzdem wundert es mich, dass es nicht crasht. Keck stable. Na gut, so. Aber es ist trotzdem eine Kacklösung. Weil, passt mal auf, wenn ich das mehrfach starte, ich leite mal kurz das nach Dev0 um. Wenn ich das mehrfach, abbrechen. Wenn ich das mehrfach starte, dann ist die CPU dicht. Guck, Crash, bam. Mehrfach starten, also mehr als ein Task geht nicht. Und das liegt daran, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Task mehr als einfach starten. Exzellent. Mitten im Satz vergessen, was ich sagen wollte. Was auch immer. Zumindest geht das mit mehreren Sachen nicht. Also mehr als eine. Genau, ja klar. Weil das hier einen CPU-Kern komplett dicht macht. Timo GL, das kann sehr gut sein, ja. Ich glaube, du hast recht. Das heißt, der müsste, während er sich die Referenz hier kopiert, müsste der unglücklicherweise gerade dort reinkommen, während das geändert wird. Das kann sogar sein, dass das in dieser Implementierung ThreadSafe ist. Keine Ahnung. Aber es ist zumindest anfällig für irgendwelche Probleme. Ja. Übrigens kill all curl. So. Aber das ist trotzdem eine ziemlich doofe Lösung, weil das macht meinen CPU-Kern komplett voll. Aber ich habe eine andere Idee, was wir machen können. Wir machen uns ein Standard Set oder so. Nee, was mal? Standard Q. Standard, was ist? Vektor. Hallo? Vektor. Task Handle. So. Tasks. Und da speichern wir jetzt drinne. Den jeweiligen Task, also die Referenz auf den jeweiligen Task drinne. Und dann sagen wir hier unten diesem Task Bescheid, wenn es neue Messages gibt. Ich kann auch kein C++20 verwenden. Ich würde gerne C++20 verwenden. Da sind ein paar ganz gute Sachen mit dabei. Moment, Leute, ich muss mich korrigieren. Da sind ein paar Sachen dabei, die C++ nicht mehr ganz so schlecht aussehen lassen. Gute Sachen. Ich glaube, es geht los. Hast du deine neue Steckdosenleiste letztens mal noch geflasht bekommen? Nee. Und ich habe die mittlerweile auch zurückgeschickt. Weil da die falsche CPU drin ist, die kann man nicht flashen. Leider. Wie ist... Moment, ich brauche mal das passende Emote. Wie ist denn das, dieses... Ich habe doch so ein Pepe-Emote, wo er auf dem Klo sitzt. Hier, das da. Pepo-Pu. Ich muss nämlich mal aufs Klo und ich mach dafür das passende GIF. Transparent. Okay. Und jetzt type GIF. Excellent. Save. Puh. Hallo? Speichern? Firefox hängt beim Speichern auf dem Desktop. Ich glaube, es sind zu viele Icons auf dem Desktop. Das macht er nicht mit. Ah ja, excellent. Das GIF wird ein bisschen schnell abgespielt. Das GIF hat ein paar Probleme gerade. So, jetzt könnt ihr euch den Wahnsinns-Joke angucken. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Afk-Klo.
wieder am Start. Um die wichtigste Frage zu beantworten, ja, ich habe ein Tablet auf dem Klo. Ich meine, theoretisch muss jeder Raum Twitch-fähig sein. Oh, es ist gecrashed. Warum ist das gecrashed? Bei was ist es gecrashed gerade? Man weiß es nicht so genau. Oder ist es noch von vorhin? Ich glaube, das ist noch von vorhin. Schon Linux-Test-Tipps-Videos gesehen, wie Linux einen PC in seinem Bad eingebaut hat? Nee. Wenn du einen Link schickst, können wir das gleich nochmal gucken. So. No root to host, RIP. Ach so, wisst ihr, warum no root to host? Weil ich ein Kacknoob bin und auch nicht eingestellt habe, dass der sich wieder verbindet, wenn er abkackt. Na gut. Aber ich flash jetzt eh neu. So, jetzt müssen wir eine wichtige Sache noch machen. So, wir müssen das jetzt mal ordentlich machen. Und zwar, das Problem ist ja, dass das ja einen CPU-Kern blockiert. Deswegen werden wir das folgendermaßen machen. Wenn der das erste, also wenn dieser Task hier gestartet wird auf Logs, dann okay, dann sendet er erstmal eine Antwort, meinetwegen. Und dann geht er in Tasks, Push und edit sein eigenes Task-Handle. Irgendwie sowas. In die Queue hier, in den Vektor hier oben. So. Und dann kann ich hier unten sagen, dass wir jetzt einmal komplett, einmal durch diesen Vektor, den ich wie Task genannt habe, glaube ich, Tasks, durchgehen und jedem Task Bescheid sagen, er soll doch mal sich refreshen, also er soll doch mal anfangen zu laufen. Und in der Zwischenzeit soll er blocken. So, GIF, irgendwas mit GIF war das. Was? Task GIF? Genau. Task. So. Also der kopiert eine neue Log-Message hin und sagt dann jedem Task Bescheid, er soll jetzt mal Logs schicken. Und solange der Task nicht Bescheid gesagt bekommt, blockt der und verbraucht keine CPU-Zeit. So, und das ging folgendermaßen. Da muss man irgendwie sagen, Task Take. Keine Ahnung. True. Und Ticks to Wait. Irgendwas mit Port. Delay. So. So. Also, sprich, das ist jetzt zwar eine Endlosschleife, aber der blockt an der Stelle, bis der hier unten ihm Bescheid sagt, dass er entblocken kann. Und solange ein Task geblockt ist, das ist kein Endlosblock, sondern der kriegt dann keine CPU-Zeit mehr. Das heißt, wir können jetzt mehr als drei Verbindungen gleichzeitig, also wir können jetzt wieder drei Verbindungen gleichzeitig machen und lassen nicht den kompletten Controller mit Idle-Loops aus. Nee, das ist kein Mutex für Arme, das ist eigentlich so, wie man es macht. Das ist das, was das unterliegende Mini-Betriebssystem mitbringt. Das ist keine C++-Geschichte, das ist das, was das ESP32-SDK quasi mitbringt. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ah ja, excellent. Ja. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich bin mir nicht sicher, warum das so gut funktioniert. Leute, ich habe keine Ahnung, warum das so gut klappt. Warum funktioniert denn das so gut? Ah! Wo wir gerade beim Thema sind. Es dauert einfach nur eine Weile, dann crasht es wieder. Excellent. Okay. Wo wir gerade dabei sind, wir geben mal den Heapspace aus. Wir machen jetzt Push. Wir pushen jetzt zwei Logs. Heapspace.
Heap Space, Free Heap Space, also wie viel RAM frei ist. Ja, ist ja gut. Free Heap Space. So, da sehen wir jetzt nämlich, ob das Ding out of RAM läuft oder wir wirklich Multithreading-Probleme haben. Ich tippe ja auf Multithreading-Probleme, weil mich eh schon die ganze Zeit wundert, warum das funktioniert. Übrigens, weil ihr gerade im Chat, weil ich gerade gesagt habe, der Chat diskutiert mal wieder über mein Klo. Erinnert euch dran, es ist auch nicht ungefährlich, so ein Klo zu haben. Der Hersteller hat mich benachrichtigt, dass mein Klo anfangen kann, Feuer zu fangen. Vor einem Jahr oder so. Mittlerweile ist das gefixt, aber die haben an alle Kunden eine Nachricht geschickt: Achtung, ihr Klo kann anfangen zu brennen. Weil, klingt erstmal abwegig, ja, aber dort ist ja so eine Düsenreinigungsflüssigkeit drinne. Und die ist wohl ausgelaufen und die konnte, wenn sie in die Elektronik läuft, potenziell entflammt werden und hätte dann das Haus abgefackelt. Exzellent. Das geht jetzt so schnell, ich sehe gar nichts. Den Counter lassen wir mal weg. Was ist eigentlich, wenn die Wasserdüse kaputt geht? Hast du Ersatzklopapier? Ich brauche trotzdem Klopapier. Ja? Obwohl das mit Düse. Also anscheinend interessiert es euch ja ganz besonders genau gerade wieder. Ich verwende die Wasserdüse vom Klo und dann putze ich nochmal Klopapier drüber. Ich benutze nicht den Föhn, das dauert mir zu lang. Der Föhn im Klo, da musst du ja noch eine halbe Minute drauf sitzen bleiben, bis der trocken geföhnt hat. Ja? Nee. Das benutze ich nicht. Ganz schön wenig Speicher. Guck mal hier. Aber es liegt nicht daran, dass ihm der RAM ausgeht. Also RAM hat er genug. Du hast eine Popo-Dusche, ja? Übrigens, das Video, was ich zu meinem Klo gemacht habe, hat irgendein russischer Klo-Channel hochgeladen mit seinem eigenen Wasserzeichen drauf. Also ich habe hier ein Video gemacht zum Klo. Und dieses Video hat ein russischer Channel genommen und hat sein eigenes Logo drüber gemacht und hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich den Link noch habe. Ich habe es letztens im Stream schon mal gezeigt. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch habe. Ja, habe ich hier. Guckt. Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Kommodats. Ich bin tatsächlich so weit, dass ich ohne Scheiß ein Video von meinem Klo mache. Ich meine, ihr wisst ja, das ist kein normales Klo, das ist ein Special Klo mit... Be Dead 24. Hat einfach mal ein Video geklaut und sein eigenes Logo drüber gemacht. Funktionen. Wir fangen mal vielleicht bei der einfachsten Sache an. Ich meine, Deckel an Absenkautomat. Ich meine, es werden schon die Klo-Videos geklaut. Excellent. Q-Chat, ah, ja. Der Twitch-Chat hat zugeschlagen. Strike den weg, könnte ich machen. Aber ehrlich gesagt, juckt's mich nicht. Was ist das für ein Video, Separo? Lol, das kenne ich ja noch gar nicht. Max FPS revealed im Klo. Oh nein. Oh, Max liegt.
Huge League. Die Leute haben echt zu viel Zeit. Was ist Linus Tech-Tipps-Videos zum Klo? Das gucken wir, bevor wir aufgehen. Bevor wir aufgehen, gucken wir uns das an. Zu seinem Klo. Dann weiß ich, ob ich aufrüsten muss oder nicht. Oh, Leute, ist wieder gecrashed. Guck mal. Es ist wieder gecrashed, oder? Cack, wait. Ne, es ist nicht gecrashed, aber es hängt. Ah, die WLAN-Verbindung ist abgeschissen, kann das sein? Ich glaube, WLAN-Verbindung ist abgekackt. Top. Max, kurzer Moment. Was? Hast du den Snagger gesehen? Was? Ach ja, den habe ich gesehen. Stimmt. Das ist eigentlich ein richtig cooles Produkt, was der Sebaro da ausgebuddelt hat. Guck mal hier. Twitter. Sebaro. Moment. Sebaro, wo ist der Tweet? Habe ich da gar nicht drauf geantwortet? Bands. Schick mal den Link. Ich fand das echt gut. Und wisst ihr, was Big Brain Sache wäre? Die müssen mich unbedingt sponsoren. Du hast recht, das ist Produkt ist Poggers und ich muss die anschreiben, die sollen mich sponsoren. Dann setze ich mich immer in Stream und futtere mit Ansage Snagger. Ja, der Snagger. Das braucht man. Moment, Nüsse und Smarties? Jetzt bestellen. Nein. Erst bestellen, wenn ich Reflinks hab, Leute. Erst wenn ich Reflinks hab. Ich schreib die echt an. Ihr wisst, wenn ich sowas sage, mache ich es wahrscheinlich nie, ne? Ich brauche keine Facecam dafür. Ich kann dann sagen, so, Snagger-Time oder irgendwas. Oh, das klingt übelst Pains-Champ. Ich kann einfach hier... Einfach Snagger im Hintergrund. Ich Snagger jetzt. Hier ist Snagger. Das geht schon. Exzellent. Nee, doch. Das ist gut. Das gefällt mir. Exquisite. So, warum hat er jetzt No Route to Host? Achso, weil ich nicht checke, ob WLAN abgekackt ist. Du wirst langsam zum... Was heißt langsam? Ich bin 1984 geboren. Okay, wir müssen mal eine Sache machen. Wir müssen gucken, wenn WLAN abkackt, müssen wir reconnecten. In 10 Jahren ist vorbei. Patrick, dann ist durch. wir müssen erstmal nochmal sicherstellen, dass wenn WLAN abkackt. Machen wir das jetzt am besten. Wenn WLAN abkackt, neu connecten. Keine Ahnung. Task. Nee. Task. Run. Muss irgendwie sicherstellen, dass WLAN abbleibt, wenn es mal zwischendrin abscheißt.
Wer hat sich eigentlich diese komische Lambda-Syntax ausgedacht? Einfach mal alle Sonder... Alle Klammern, die es gibt, hintereinander. So. Run. So, und das Ganze jetzt while. True. True. So. Excellent. So. Und nur disconnect ist connected, not connected. Okay. So, das ist das Einfachste. Wir machen jetzt einen extra Task, auf der einfach guckt, ob das WLAN abgekackt ist. Und wenn das WLAN abgekackt ist, dann startet er das WLAN neu. So. Und jetzt noch Delay alle fünf Sekunden. So. Exzellent. So machen wir das. Jetzt sollte das WLAN nicht mehr abkacken. Kennst du eine PCI Express SFP Plus Karte? Ich hab davon ein paar. Funktioniert wunderbar und kostet nicht viel. Kriegst du viel billiger als das hier, ne? Musst du ein bisschen durchscrollen. Du kannst irgendwas nehmen, ist egal. Gucken, dass der Anschluss passt, also der da nicht. Das ist QSFP Plus. Und dann ist gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Unterschied ist zwischen den bisschen älteren und den neueren. Wahrscheinlich. Oh! Ich habe keine IP gekriegt, warum das denn? Das funktioniert nicht, was ich hier gebaut habe. Warum funktioniert das nicht, was ich hier gebaut habe? Ah, weil das Delay danach läuft. Lol. Okay, das ist nicht schön, aber ich habe jetzt keinen Bock, das ordentlich zu bauen. Gut ist. Ich will einfach nur, dass das WLAN immer abbleibt. Bis denn, Sebaro. Ja, also Leute, wir machen auch nur eine halbe Stunde, ne? Halbe Stunde oder so. Aber wir machen jetzt noch eine wichtige Sache. Die machen wir jetzt noch. Nämlich gucken, dass das mit den Logs funktioniert. Das Emote ist nice, ja. Ich habe übrigens noch jede Menge Emote-Slots auf FFZ und bei der Twitch-TV. Genau, Linux-Test-Tipps-Videos gucken wir an. So. Memory failed. Warum ist das jetzt Memory failed? Eben ging nur noch drei Verbindungen. Cack, wait. Eben ging nur noch drei Verbindungen. Warum gehen jetzt nur zwei Verbindungen? Was ist da los? Ah, ich weiß warum. Wahrscheinlich braucht der WLAN-Task zu viel RAM. Der WLAN-Task braucht zu viel RAM. Jetzt kriege ich nur zwei Verbindungen hin. Oh, was ist jetzt los? Das hat gelaggt. Komm mal wieder PoE-Stream. Ich habe die Season noch nicht gespielt. Wahrscheinlich erstmal nicht. Ne, ist nicht genug RAM da für eine dritte Verbindung. RIP. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, die Season noch einzusteigen, oder? Wie lange läuft denn die aktuelle Path of Exile Season? Schon? Macht es da noch Sinn, einzusteigen, die Season? Ich hatte noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Path of Exile ist immer so ein Ding, wo du übelst Theorie craften musst. Vielleicht, okay, dann vielleicht mache ich mir doch noch einen Char. Das verbraucht zu viel RAM. Lol. Na gut, SSL-Connections sind halt... Man könnte noch gucken... Man könnte das customizable machen, dass man hier sagt, ey, keine Ahnung hier, max task oder so, machen wir standardmäßig ist gleich 3 und man könnte das übergeben irgendwie so. Dann könnte man das auch limitieren auf 1 oder 2 oder mal gucken eigentlich, ja. So,
Aber wir müssen jetzt das noch fixen, weil das kackt ab und zu ab. Wobei, kackt das überhaupt noch ab? Jetzt, wo wir das mit dem Task Notify gemacht haben? Ups. Wahrscheinlich kackt das jetzt gar nicht mehr ab. Scheint ja relativ stable zu sein gerade. Übrigens, warum zeigt das kein Eier-Ja mehr an? Was ist hier? Moment. Draw. Ja. Ich habe wirklich vergessen, Eier-Ja. Get time. Das ist ja absolut indiskutabel, dass der kein Eier-Ja mehr malt auf das Display. Wie geht's der Katz? Der geht's gut. Die war eben hier und dann hat sie sich wieder verpisst. So, jetzt sollte es, wie sich das gehört, wieder Eier-Ja malen aufs Display. Und nicht einfach so ein komisches I. Das ist ja langweilig. So ein und? Ah, Eier-Ja. Jetzt funktioniert es wieder. Sehr gut. Ups. Sehr schön. Also, was wir machen könnten, ist mal schauen, das Display auszumachen. Warte, ich werde mal das Display kurz ausschalten. Display? Display? Hier. Mach das Display mal kurz aus, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr RAM. Und mit mehr RAM können wir da noch ein paar Verbindungen mehr aufmachen und dann können wir gucken, ob das jetzt aus irgendwelchen magischen Gründen nicht crasht, wenn wir das so gebaut haben. Mich würde es immer noch ein bisschen wundern, also mich wundert es immer noch ein bisschen, warum das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich will mich jetzt ja mal nicht beschweren, dass das funktioniert. Also normalerweise hätte ich eigentlich zumindest gesagt, dass man hier noch irgendeinen Mutex drumherum machen muss. Was? BitConnect? Warum? Aber wenn es jetzt sein muss, dann auch BitConnect. Guck, jetzt haben wir mehr RAM. Jetzt können wir noch ein paar Verbindungen mehr aufbauen. Jetzt würden wir sogar bis zu 4 Connections hinkriegen. Also aus irgendwelchen Gründen ist das halbwegs thread-safe und ich verstehe nicht warum. Aber okay, dann müssen wir nichts locken. Dann geht's halt einfach so. Auch in Ordnung. Ich reiß mich da jetzt ja nicht drum, dass man das komplizierter machen muss als nötig. Aber warum ist ThreadSafe, verstehe ich immer noch nicht. So, wir machen das mal eins hoch. Wir gucken mal, wie es mit 4 Verbindungen ist. Mit 4 Tasks. Komm, wir machen mal bis auf 5 maximale Tasks hoch und gucken, wie viel wir durchkriegen. Wie viele Verbindungen maximal gehen. Oh, KW. So. Erste Verbindung passt, zweite, dritte. 4 Verbindungen. 4, okay, ob noch eine geht? 5? Ah. Pause Champ. Oh. Also, ich meine, man merkt schon, dass es ein bisschen laggt langsam. Oh. Ich glaube, das war's. Oh. es hat rebootet. Oh, RIP. Nee, das WLAN hat sich neu gestartet.
Das WLAN hat sich neu gestartet gerade. Das WLAN hat sich neu gestartet und dabei ist er abgekackt. Okay, diesen Fall habe ich nicht bedacht, dass das WLAN ja weg sein könnte. Also sprich, ich müsste irgendwie noch mitbekommen, wenn das WLAN weggeht und da müsste ich alle Verbindungen abbauen oder löschen. Okay, also hier. Wir können ja mal von Hand das ausprobieren. Nutzt du einen Tmux-Befehl? Ne, ich verwende, das ist einmal Curl. Achso, ich mache halt ein Panel auf, ne? Für das für Tmux. Ja, das ist mit Tmux. Ja, einfach ein Split. So, okay, das probieren wir nochmal eine Sache aus. Fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Genau, ich wollte alle paar Sekunden einfach WLAN disconnecten. Einfach alle paar Sekunden WLAN disconnecten, gut ist. Ich habe mir doch irgend so einen Timer gebaut, MS. Ja. So, alle 10 Sekunden lasse ich das WLAN disconnecten. Und dann schauen wir mal, wie der das handelt. Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich gar nicht. So, und hier schreiben wir jetzt hin. Is not connected. Keine Ahnung. Wi-Fi failed. Nee, Reconnect. So. Irgendwas. Ich brauche einfach eine Message, dass ich was erkenne. Ja, das geht auch. Du kannst das da machen. Was ist in Tmux? Synchronize Paints 1? Okay, ich hab's vergessen, wie das geht. Irgendwie so. Synchronize Paints. Tja. Weil ich kenne die Option dafür nicht. Und dann kannst du in allen gleichzeitig schreiben. On. Ach, ZW Synchronize Paints. Okay, Tmux Settings. Also man kann sowas hier machen. Ups. Hallo? Man kann sowas hier machen. On. Und jetzt schreibe ich. Guck, jetzt schreibe ich in jedem gleichzeitig. ZW durch KECW ersetzen. Okay, die Verbindungen hängen. Oh. Die Verbindung hängt, wenn sich WLAN neu startet. Das mag der irgendwie nicht. Also da hat er was dagegen. Also da hat er was dagegen, wenn WLAN an- und ausgeschaltet wird. Das mag er nicht. Da hat er irgendwelche Schmerzen mit. Wi-Fi is not resetted. Okay. Also da hat er auf jeden Fall irgendwelche Schmerzen mit. Das mag er nicht so. Wenn sich das WLAN resettet zwischendurch.
Ich meine, hier kann man ja allzu viel verkehrt machen. Solange, warte mal, wo habe ich das Delay? Eigentlich. So, ohne Traffic ist kein Problem. Connected. So, alle 10 Sekunden disconnect, reconnect. Er sollte jetzt nicht die IP ausgeben. Sollte jetzt nicht eigentlich die IP ausgeben? Ach nee, doch. Nee, hä? Das Reconnecten funktioniert nicht. Ach nee, die IP gäbe ich hier oder aus irgendwo, ne? Die IP gäbe ich nur hier aus. Okay. Ich habe irgendeinen Mist eingetragen. Ha. Huh. Also das Reconnecten ohne Traffic funktioniert. Doch, aber das Auto-Reconnecten, das geht, aber es funktioniert bei mir nicht richtig. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und der vergisst das trotzdem zwischendurch. Ich muss immer manuell checken. Also das Auto-Reconnect ist irgendwie ein bisschen unzuverlässig. So, Wi-Fi Reconnect, Connect, okay. So, und wenn eine Verbindung läuft und das WLAN abkackt, dann macht er Probleme. Ja, okay. RIP. Das mag er nicht. Das mag er nicht, wenn ihm die WLAN-Verbindung unterm Arsch wegfliegt. Okay, das muss ich noch irgendwie handeln. Da müssen wir irgendwie mitbekommen, wenn WLAN wegfliegt und die Verbindung abbauen. Weil der hat irgendwelche Schmerzen damit, wenn ihm die WLAN-Verbindung wegfliegt. Aber das gucke ich mir nicht heute an, das ist mir zu Big Brain. Aber an sich funktioniert es hier mit Reconnecten automatisch. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Der bleibt hier bestimmt hängen. Mann, die Tasks sind wahrscheinlich nicht fertig. Der bleibt hier bestimmt irgendwo hängen bei. Wenn man das so macht. Gut, was auch immer. Für heute ist genug. Wir gucken uns jetzt auch das Linus Tech Tips Bart Video an. Mal gucken, ob ich da upgraden muss. Das ist so ein typischer Ami-Switch irgendwie. Einfach, wobei, das geht ja hier im Prinzip auch, wenn du da passende Sachen hinter den Fliesen hast. Wobei, die Amis haben hinter den Fliesen wahrscheinlich Holz. Das Holz, Holzhäuser haben die ja total oft. Wobei Linus sich das leisten kann, ein ordentliches Haus zu bauen. Da bräuchte eigentlich gar kein Holzhaus. Ah, yes, exquisite. Oh, viel zu laut. Sponsored by Seuss Tough. Yep, they were the only ones crazy enough. Von was wurde das gesponsert? Von Asus. Naja, warum nicht? Yes, my friends, who but us would be crazy enough to build a hardcore gaming setup in a bathroom? Yeah, Bitwit. But we had the idea first, and he also did it wrong. I mean, who sits on the throne long enough to actually play a game? You want to play a game. You want to relax, you know? You want to lounge. And you want to hang out with Brian the Electrician. Hey, guys. To put some fancy new outlets on your walls so you can set up a sick TV. Gut, das ist wie gesagt in Ami-Häusern kein Problem. Da kannst du dir einfach Löcher in die Wand sägen. Above your bathtub. Let's see how this goes.
The plan for today is actually pretty straightforward. I've already got electrical wiring up in my attic for an outlet and some lights that are up there. So what we're gonna do is we're gonna tie into that, fish the wiring down this wall, put a plug on this wall, add some RGB, and then up this ladder, I've got a shelf right here sitting next to an outlet that we're gonna... Der hat eine Treppe in seinem Bad? Warum hat er eine Treppe auf dem Dachboden in seinem Bad? Warum ist da eine Treppe? Das ist die eigentliche Frage, die ich mir jetzt stelle. Wiring down this wall, put a plug on this wall, add some RGB, and then up this ladder. X-Fatal 15 Monate. Exquisite Subscription. Huge. Danke für die Subs. I've got a shelf right here sitting next to an outlet that we're going to use to power our tough RTX 3090 gaming rig. That's right, my friends. The fastest computer in my house is going to be in my bathroom. Every time we've put an electrical outlet in my house, you've actually done literally all the work, so I'm not sure what the first step is here. Find a stud? Well, I'll figure out where you want to put the plug. Ah, yes, good. On the wall. One small problem, though, Brian. What's that? The insulation's in now. So we're gonna need to, you know, diggy hole. Okay. I could give you a sharper bit. I got lots of tools. Just like you have lots of screws? Some of them are loose. That is wood. Ey gut, das ist Ami-Haus, natürlich ist das Holz. It's a problem. You can see the brace. That's wood there. Excellent endoscope. Why would they have extra bracing on an interior wall like that? It might partly be, like I say, because the plumbing stack's here. So to help brace that. Relax, 10 Monate. Dankeschön. Pogas Subscription. All right, let's do that. Sounds good. The main highlights of wohnt er nicht in Kanada? Doch, das kann sein, aber da sind anscheinend die Häuser auch aus Holz. Wobei, in Kanada ist doch nicht kalt. Da würde ich die Häuser... Sollte man die Häuser eigentlich ordentlich bauen. RTX 3080 are that it's factory overclocked and boosts up to 1815 megahertz. Erstmal it's got an Axel easy set out. Design that's been newly tuned with a repair grade caps and other tough components to enhance durability. It also features two HDMI 2.1. Was ist tough? Ich kenne von Asus bloß ROG und das normale Asus Zeug. Was ist denn jetzt schon wieder tough? Die haben auch wirklich laufend irgendwie neuen Kreppel, der im Prinzip das alte in neuer Farbe ist. Ports, if your configuration requires such a thing. Oh wow, this space is not as big as I kind of felt like it was. Oh, jetzt komme ich mir mit meinem Tablet auf dem Klo aber minderwertig vor. Da wird's mal Zeit abzucrayen, würde ich sagen. So ein kleiner LCD-Fernseher im Klo muss schon sein. 49 inches, the right size. Other than the RTX 3080 graphics card, this is actually a pretty reasonable gaming system. So we went with a tough GT310 warum, case. Warum braucht er ein Gaming System im Bad? Also ich meine, rein für Fernseh und sonst was, da wird's ja auch was deutlich, oder Netflix oder sonst, da wird's ja auch was deutlich leistungsärmeres tun. Got the carrying handle on the front, got the filtered intake, that's going to be important because we're up in the attic. Got a nice NHD15 cooler, not necessarily for quiet because it's going to be in a completely separate room, but actually because it gets quite hot up there and I'm going to want to make sure that even in the summer my system is still running cool enough. The CPU is a Core i5-10600K, again we wanted to keep things relatively reasonable, and naturally... We've got a tough gaming GeForce RTX 3080 and I did throw in 10. Okay, jetzt wissen wir auch, warum er das Video gemacht hat, um die Grafikkarte zu promoten. 10 gig networking just in case it comes up. Now the one thing that is pretty over the top, Crucial sponsored us and sent a kit of their extreme speed. Mach mal kurz ein bisschen leiser, da schreit so rum heute. 5100 megahertz DDR4 memory. This is crazy. Okay, muss CPU. So ich meine, wenn man es hat, warum nicht? It's a 16 gig kit right here and it comes with this ridiculous case that includes an electric screwdriver with its own light on the end, some energy drink powder or mix or whatever, screwdriver bits and a little Lego the Flash. Some assembly required. Can you see the RAM?
Okay, das ist so ein, das dürfte mir so ein typisches Influencer-Promotion-Package sein. Oh, right. Oh yeah, there's the memory. Ballistics Max. Dang, they don't need no RGB on this. Just go fast. So the thing about really fast memory. Nicht, dass es großartig was bringen würde. Not just on the RAM, but also on the quality of the integrated memory controller and your CPU, as well as just the quality of the traces on your motherboard. Like, das haben die 100 Pro mit ihm ausgemacht, dass er sowas sagt im Video. You're asking this thing to go real free. So nach dem Motto, es ist nicht total unsinnig, so ultraschnellen RAM zu kaufen. Nee, weil ultraschneller RAM ist ja auch nicht nur schnell, sondern ultraschneller RAM ist auch haltbar und bla. Ultraschneller RAM, also so richtig übertrieben schneller RAM, ist halt einfach sinnlos Fenster zum, nicht sinnlos Fenster zum Geld rausgeschmissen, sinnlos Geld zum Fenster rausgeschmissen. So let's go ahead and there we go. 5100 Megahertz. Außer man ist der Bauer und möchte dann alles übertakten oder am besten noch mit flüssig Stickstoff. Okay. Hey, I can take a moment to show off some of Asus's Tough Gaming Peripherals. So they sent us over a complete suite of their Tough Keyboard Mouse and actually it's an ROG. Würdest du nicht auch sowas sagen, wenn du dir dafür einen Rechner ins Bad stellen könntest? Nö, weil ich da überhaupt keinen Anwendungszweck für habe und ich wette mit dir, der bekommt da auch noch was für. Der kann sich nicht einfach nur den Rechner ins Bad stellen. Also, ich gehe mal davon aus, wenn dich so ein Channel erwähnt nur, dass das schon mal fünfstellig ist. Mousepad that happens to include RGB lighting, which is pretty freaking cool. And then we were like, hey, yo, Asus, I'm gonna be in the bathtub. I'm probably gonna need wireless. So then they also sent over a bunch of wireless stuff, including I think we even got like a wireless headset. I mean, headset in the bath? Why not, right? Das ist zur Hälfte einfach nur Promotion, das Ding. Wireless mouse, got a Gladius 2X. It's like basically peasant speeds. You're gonna be sitting in the tub way lower than the part of your wall where the TV can go, because there was tile, then drywall. Yeah. Therefore, we needed a pull-down TV wall mount. So you're gonna be able to lay in the tub, pull it down to Wie? The height that matters. Er muss selbst dran ziehen. Er muss selbst am Fernseher ziehen. Ich dachte, der Fernseher kommt schon automatisch runtergelaufen. And also, if you're in the shower, you can even tilt it this no way. No way. I didn't even think of that. Yeah. And furthermore, you'll be able to slide it this way to get the perfect centering when you're in the tub. That's not all. We needed an audio solution, because you don't want to just be wearing headphones in the tub all the time. Yeah, kind of weird. That's so pretty weird. We decided, I mean, the whole thing's weird. We want to minimize the weird. So we got a soundbar that we had in the office, a pretty well-regarded one from Anchor. But how on earth are we going to mount a soundbar and then pull the TV down in front of it? So these are... Ist Anchor nicht das China-Zeug oder verwechsel ich das gerade? Little sticks that are going to come down the TV over here. Okay, will this be covered? Yeah, but I mean, will the TV cover it? We're going to find out. Yeah, all good. Okay, yeah. I'm just gonna undo my nut here. Nicht mal, genau. Right, how's the size nicht mal, now? Nicht mal motorisiert, was ist das denn? This is actually so sick. It's like right here. It's awesome. That's hilarious. Get in. You absolutely nailed the mount on this. It's like, oh my god, it's like right there. Why would I watch TV anywhere else? Und dann spritzt er erstmal schön Shampoo dran. Yeah. This is the move then. Okay, bath time's over. Can you believe das funktioniert aber wirklich recht gut. It took me 3 years to find a sponsor for this project. Next step, we're gonna get a Tough gaming PC. It's tough for gamers. And we're gonna put it up there, which is actually like more why it needs to be tough. Don't drop your body down the stairs. Yeah, I'll try not to. Now's our chance, guys. Hey! See you later. Hey, what's the HDMI plan? You said 15 feet. I did. And I said, are you sure? There's only one way to find out for certain. Got some good news here. Ich glaube langsam, dass die solche Sachen absichtlich einbauen, weil fast jedes Video ist dann zufälligerweise ein Kabel zu kurz und auf den letzten Drücker kriegt man es dann doch hin, dass es funktioniert. It's possible that cable's long enough. So, we just gotta do a little attachy-tach here. HDMI in one. Oh, hey!
Ja, aber ganz runterziehen kann er es nicht mehr, oder? This isn't even regular Philips Hue, is it? It is regular Philips Hue, but all Philips Hue can synchronize with the games if you... Moment, man kann seine Smart-Beleuchtung jetzt mit Fortnite synchronisieren lassen? You have the desktop app. Oh! LTTstore.com. He's trying. Look, I just don't want it to come off, okay? Like, I trust this so much more than I trust double-sided tape. That is not going anywhere now. Oh, hi, whoa, hey, yep, it's bright. I don't know if that's gonna enhance it. How much did I pay for this? It's a dimmer. I don't know, this is kind of a lot of electronics above my bathtub. Is this the master plan to finally off me, you guys? I just need to cable manage these. Ah, das ist alles low voltage, da passiert nichts. And we're in? In terms of peripherals, I'm gonna go ahead and put the dongle for the RG Strix Go 2.4. Das ist einfach, das ganze Video ist einfach Asus Promotion. So it's 2.4 GHz for low latency, all so geil, das ist einfach komplettes Video, immer wieder zwischendurch. Good stuff. Not 950. Can, but what if we have to like reset it or something? It's hot up here. You're clear to drop it in the water, that would be really stupid. Windows. Na gut, wenn er spielen will, was sonst. But if there's, you know, steam coming off the bath or whatever, and fire up like a high octane. Das ist komplett überflüssig, ey. Das ist auch kaputt nach einmal baden. Dann, wenn du nicht aufpasst, schmeißt die Tastatur ins Wasser. Video here. Wow, that's cool. I could get into this. Und wie willst du mit der Maus spielen? Du hast doch nass Hand. Nee, das stelle ich mir nicht bequem vor. Also Fernseh gucken, okay, aber spielen dabei weiß ich nicht. What are we getting? 130 FPS, Doom Eternal 4K, Ultra. Vor allem, du kannst die Maus doch kaum bewegen. Man, all the candles, all the. Und im Zweifelsfall, da würde ich im Zweifelsfall sogar lieber einen Xbox Controller für nehmen. Right now? Aber gut, jeder wie er will. Like, I can see why nobody does this. But on the other hand. Jetzt bewegst du dich falsch und schon liegt das Ding im Wasser. And. Because they didn't think of it. Now, let's enjoy what realistically I'm gonna spend most of my time on. Watching TV and movies that I don't feel like taking a break from in the bath. Or should we just stick to our podcast about movies called Carpool Critics? It's a good podcast, you should check it out. It's the best podcast we make. Spotify. Just like this plug for today's sponsor, Asus TUF. You guys, you gotta go check out Asus. Ja gut, eigentlich ganz gut, aber zum größten Teil ziemlich überflüssig. Tja. Meine Control-Taste ist wieder abgefallen. Na gut. Okay, Leute. Machen wir vielleicht morgen weiter. Das war zu Big Brain jetzt, das noch zu fixen mit dem WLAN. Jetzt zeigen die nicht mal den Monitor. Ah, ich habe schon zugemacht. Was, der Controller ist ins Wasser gefallen, echt? Nee, der Controller ist doch noch da. Ach so, meinst du? Stimmt, der Controller ist ins Wasser gefallen. Deswegen zeigen sie es nicht mehr unten. Sehr gute Idee. Ja, exzellent. Also Leute, wir sehen uns dann morgen oder so. Mal schauen. Bis dann, macht's gut. See you. Ach nee, doch nicht zu. Ich hoste den M-Core. Host, M-Core. Nee, Raid. Wir raiden den M-Core. Hab ich gerade gesehen, dass der M-Core angekommen ist. Wir raiden den M-Core. Excellent. Okay, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.